seid soweit? Ja, meine Damen und Herren, es ist Punkt 19 Uhr. Im Namen der Stadthallen GmbH und der Stimmberg-Zeitung heiße ich Sie heute Abend hier im Foyer unseres Veranstaltungshauses am Berliner Platz recht herzlich willkommen und danke, dass Sie in so großer Zahl erschienen sind. Das zeigt, das, was in 3 Tagen ansteht, nämlich die Wahl des neuen Bürgermeisters unserer Stadt, interessiert Gott sei Dank viele Bürger. Wir hoffen, heute Abend einen Beitrag dazu leisten zu können, dass die Wahlbeteiligung diesmal doch etwas größer sein wird, als sie in den vergangenen Jahren oder auch bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr gewesen ist. Noch einmal ein herzliches Willkommen Ihnen allen hier im Saal, aber auch draußen an den Computerbildschirmen, denn wir übertragen erstmals diese Podiumsdiskussion in einem Livestream im Internet. Die Veranstaltung ist dazu gedacht, dass nicht ich die Fragen stelle, sondern Sie. Ich sage gleich, dass ich darum bitte, dass sich die Politiker und so weiter nachher bei der Bürgerfragerunde zurückhalten, denn wir möchten heute Abend dem klassischen, nicht politisch tätigen Bürger die Gelegenheit geben, die Kandidaten zu befragen. Ein Hinweis noch für unsere Zuschauer an den Computerbildschirmen. Auch Sie sind interaktiv mit eingebunden. Auch Sie können Fragen stellen. Wir werden sicherlich nicht alle weiterreichen können. Und das funktioniert einmal über unsere Homepage, über www.stimmbergzeitung.de. Dort nutzen Sie bitte die Kommentarfunktion unter unserem Livestream. Das funktioniert genauso über unsere Facebook-Seite www.facebook.com/stimmbergzeitung. Auch dort bitte die Kommentarfunktion nutzen. Ebenfalls bei Twitter. Unsere Adresse dort ist @medienhausbauer. Und unter unserem Videostream haben Sie ebenfalls die Möglichkeit zu kommentieren. Und jetzt wünsche ich uns allen einen interessanten Abend, 3 Tage vor der Bürgermeisterwahl mit folgenden Kandidaten, die unsere Gäste sind. Von Ihnen aus ganz links sitzt der Bürgermeisterkandidat der SPD. Er ist 57 Jahre alt, verheiratet, Vater einer Tochter. Nach dem Abitur, Bundeswehr, Fachhochschulstudium dient er seit 1980 der Stadtverwaltung, ist dort seit 1992 verantwortlich für das Finanzwesen, seit 35 Jahren Mitglied in der SPD. Zu seinen Hobbys zählt unter anderem das Reisen. Fußballerisch schlägt sein Herz für den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Ein herzliches Willkommen, Heinz Schnettker. Rechts daneben, meine Damen und Herren, der Bürgermeisterkandidat der CDU, 40 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder, nach dem Abitur am Willy-Brandt-Gymnasium und dem Studium heute tätig als Diplom-Wirtschaftsjurist und Bundesbeamter für die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee. Seit 20 Jahren, also in jungen Jahren bereits begonnen, Mitglied der CDU, schon seit 11 Jahren im Rat vertreten. Er fährt in seiner Freizeit gerne Fahrrad, hält der Spielvereinigung Erkenschwick und dem Bundesligisten 1. FC Köln die Daumen. Herzlich willkommen, Carsten Wevers. In der Mitte, meine Damen und Herren, der Bürgermeisterkandidat von Bündnis 90 Die Grünen. Er ist vor wenigen Tagen, also vor knapp einer Woche, 50 Jahre alt geworden. Noch einmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Er ist verheiratet, nach dem Abitur, Studium als Diplomkaufmann, heute als Unternehmer und Stiftungsvorstand tätig, seit 7 Jahren Mitglied bei den Bündnisgrünen, Ratsmitglied, Vorsitzender des FC 26. Er schwimmt gerne und arbeitet gerne im Garten, das passt zu seiner Farbe. Christian Wegner, schön, dass Sie da sind. Der 4. im Bunde ist der Bürgermeisterkandidat der Linkspartei. Er ist 60 Jahre alt, verheiratet. Ich finde, man sieht es im Übrigen nicht an. Also 60, nicht verheiratet. 60 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder, nach Abitur, Studium als Diplompädagoge, nunmehr seit 19 Jahren in Gelsenkirchen für einen Verein im Auftrag der Staatsanwaltschaft Essen als Konfliktvermittler tätig.
Das kann man sicherlich auch politisch gut gebrauchen. Seit 2007 Mitglied der Linkspartei, Ratsmitglied, Fraktionsvorsitzender, er fährt gerne Kanu und ist überraschenderweise auch Fan des 1. FC Köln. Herzlich willkommen, Josef Oehing. Ganz rechts von Ihnen ein Gesicht, das Sie vielleicht so noch nicht kennen. Er ist völlig neu auf der politischen Bühne, 44 Jahre alt, seit Jahren in Beziehung mit seiner Lebenspartnerin in Neu-Erkenschwick aufgewachsen, nach dem Fachabitur am Willy-Brandt-Gymnasium und einigen Semestern Sozialpädagogikstudium hat er seinen Zivildienst abgeleistet, als Altenpflegehelfer gearbeitet und ist heute als Mitarbeiter für eine Neu-Erkenschwicker Fahrschule tätig. Zu seinen Hobbys zählt das Lesen. Auch er ist Fan der Spielvereinigung des 1. FC Köln. Herzlich willkommen, Thorsten Fischer. Meine Damen und Herren, zu Beginn vielleicht noch mal ein kurzer Hinweis zum Ablauf des heutigen Abends. Wie gesagt, der Abend ist dazu gedacht, dass Sie die Fragen stellen. Aber um die Diskussion ein wenig anzuschieben, beginne ich mit drei Runden hier vorne, maximal für eine halbe Stunde. Danach habe ich hier ein Mikrofon, mit dem ich wandern kann und komme dann gerne zu Ihnen. Wie eingangs gesagt, wir nehmen natürlich auch gerne Fragen aus dem Internet auf. So, und jetzt wollen wir was von den fünf Herren hören, die von Ihnen aus gesehen rechts neben mir sitzen. Wir beginnen mit Thorsten Fischer. Er hat es tatsächlich geschafft, wenige Tage vor dem Ende der Einreichungsfrist über einen Internetaufruf die deutlich mehr als die notwendigen Stützungsunterschriften zusammenzubekommen, hat seinen Hut in den Ring geworfen als bislang politisch zwar denkender, aber nicht für eine Partei handelnder Mensch. Da würde uns als erstes interessieren, was hat Sie, Herr Fischer, dazu bewogen und was qualifiziert Sie für das Amt des Bürgermeisters? Einen schönen guten Abend erstmal. Ich freue mich, dass die Veranstaltung auf so ein großes Interesse stößt. Jörg, seit wann sitzen wir uns? Wir machen das heute Abend, weil es sich besser anhört. Ja gut, okay. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie eine plötzliche Abneigung. Ja, mich hat das bewogen. Ich weiß noch, als ich letzte Mal hier in der Stadthalle war, da war gerade die Veranstaltung Die Stadt bist du, als es darum ging, das Ehrenamt in der Stadt zu fördern. Und ich habe auf dieser Veranstaltung mit ganz vielen interessierten Menschen gesprochen, die sich alle für die Stadt Neu-Erkenschwick einsetzen wollten. Und ich war danach fürchterlich enttäuscht, wie viel Rückhalt wir aus dem Rathaus bekommen haben. Wir haben versucht, eine Bürgervereinigung zu gründen. Und eigentlich war es nicht geplant, dass ich Bürgermeisterkandidat werde. Aber nach den jüngsten Ereignissen, die stattgefunden, habe ich mich einfach mal kurz entschlossen, warum nicht. Wir probieren es einfach mal. Wir machen einen Aufruf. Wir zeigen mal der Stadt, wie unzufrieden viele Menschen in Erkenschwick sind und wie viele Menschen sich im Stich gelassen fühlen vom Rathaus. Ja, wir haben in 4 Tagen die 200 oder 185 Stimmen hätten wir sammeln müssen, 225 haben wir bekommen, 211 waren es, glaube ich, die am Ende gültig waren. Ja, und seit 5 Wochen bin ich jetzt Politiker und stehe in der Öffentlichkeit. Für mich ist das immer noch ein bisschen ungewohnt, wenn ich mein Gesicht in der Zeitung sehe, außer auf Fahndungsfotos. Und wir werden mal schauen, wohin uns das alles noch führt. Vielleicht gibt es eine Überraschung. Okay. Sehr ambitioniert. Das Gesetz lässt das ja auch zu. Fracksausen, Thorsten Fischer, vor der Aufgabe, immerhin ein Wirtschaftsunternehmen mit, also ein solches ist die Stadt, mit mehr als 300 Mitarbeitern und einem Umsatz von zig Millionen Euro im Jahr zu führen, kennen Sie nicht? Nein, also es gibt ja keine grundsätzlichen Voraussetzungen, die man als Bürgermeister haben muss. Man ist zwar an der Spitze der Stadt, aber ich sehe mich eher so als erster Dienstleister der Stadt. Ich würde meine Rolle als Bürgermeister mehr darin sehen, Vermittler zu sein zwischen den Parteien. Ich habe den Vorteil, ich bin unabhängig und ich würde auch alle Mitarbeiter im Rathaus nie danach beurteilen, welches Parteibuch sie haben. Das würde mich kein bisschen interessieren. Es geht mir einfach darum, zu gucken, was läuft schief und wo können wir ansetzen, dass es gemeinsam mit allen Leuten, die im Rathaus arbeiten und vor allen Dingen mit allen Bürgern, wo wir ansetzen können, dass es der Stadt Erkenschwick besser geht. Herzlichen Dank. Josef Oehing, Bürgermeisterkandidat der Linkspartei. Sie haben im Interview in der Stimmberg-Zeitung als eins Ihrer
ersten politischen Maßnahmen die Forcierung eines kommunalen Arbeitsmarktes beschrieben. Was verstehen wir darunter und vor allen Dingen, was sich so gut anhört, wie könnte das denn nach Ihrer Meinung überhaupt finanziert werden? Ja, von meiner Seite auch einen schönen guten Abend zu dieser Veranstaltung. Du hast den Nagel, also Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Es ist in der Tat ein schwieriges Problem, so eine Beschäftigungsförderungsgesellschaft heutzutage zu finanzieren, im Gegensatz zu der Situation vor ungefähr 20, 25 Jahren, weil die jeweiligen Bundesregierungen die Mittel der aktiven Arbeitsmarktpolitik jeweils beschnitten hat. Nichtsdestotrotz gibt es diese Mittel der aktiven Arbeitsmarktpolitik heute. Das heißt, der erste Strang der Finanzierung muss über das Jobcenter, über die Agentur für Arbeit laufen. Die zweite Schiene ist auf jeden Fall die Mitarbeit oder die verstärkte Mitarbeit in der regionalen Wirtschaftsförderungsorganisation Winn-Emscher-Lippe, die das Bindeglied zwischen den regionalen Erfordernissen in der Wirtschaftsförderung der Landesregierung und dem Europäischen Sozialfonds ist. Auf diesen beiden Schienen muss eine Finanzierung eines öffentlichen Beschäftigungssektors erfolgen. Das hört sich jetzt alles ganz fürchterlich technokratisch an. In der Arbeit ist es noch viel wilder, weil jedes Projekt mindestens 5 Aktenordner beinhaltet. Aber im Grundsatz sind die beiden Stränge Arbeitsförderungsgesellschaft und Europäischer Sozialfonds in den verschiedenen Ausschattierungen. Und wenn wir uns im Umland umgucken, klappt es in anderen Gemeinden besser als in Erkenschwick. Was genau bringt das, wenn Sie das noch mal ein bisschen konkreter sagen können? Okay, was es genau bringt? OR Erkenschwick leidet im größten Umfang daran, dass wir einen Sozialhaushalt haben, der uns auffrisst. Wenn wir in Zukunft in der Lage sein wollen, Investitionen aus dem Stadthaushalt tätigen zu können, müssen wir zusehen, dass wir genau diesen Sozialhaushalt runterfahren. Nicht indem wir Menschen verscheuchen, sondern indem wir diesen Menschen eine ganz konkrete Hilfe geben. Und gegen langfristige Arbeitslosigkeit, gegen langfristige Erwerbslosigkeit hilft dann eben nur noch scheibchenweise oder dem individuellen Fähigkeiten des Menschen angepasste Qualifizierung. Mit dieser Qualifizierung haben die Leute Möglichkeiten herauszukommen aus einer jahrelangen Sozialhilfebiografie, haben die Möglichkeit Qualifikation zu erwerben und sich hier und dort auch selber zu bewerben und tätig zu werden. Das ist das Ziel dieser Beschäftigungsförderungsgesellschaft. Das Zweite, ich werde ja immer angemahnt, ich laber zu lange, ich rede zu lange. Das Zweite ist, mit so einer Beschäftigungsförderungsgesellschaft ist es durchaus möglich, Sachen anzuschieben, die aufgrund der zu scheuenden unternehmerischen Risiken gar nicht erst angefangen werden. Und mit öffentlichen Mitteln haben wir bei der Installation von schwierigen Geschichten deutlich weniger unternehmerische Risiken auf eine Person abzuwälzen. Das macht der öffentliche Haushalt. Also es gibt die Möglichkeit, mit öffentlichen Mitteln auch Unternehmen anzuschieben. Unternehmen ist eine gute Überleitung zu Christian Wegner von den Bündnisgrünen. Herr Wegner, im Interview mit der Stimmberg-Zeitung haben Sie etwas scheinbar vor dem Hintergrund der Finanzlage der Stadt Verwegenes gesagt. Sie sind der Auffassung, dass man durch eine Senkung der Gewerbesteuer unsere Finanzprobleme mittelfristig lösen kann. Das erklären Sie uns bitte. Ja, auch von meiner Seite erstmal herzlich willkommen und freut mich, dass so viele da sind. Übrigens, hier sind noch 5 Plätze frei, wer sich setzen möchte, herzlich eingeladen. Eines der Beispiele dafür ist die Stadt Monheim, dem einen oder anderen vielleicht bekannt. Monheim in Städtedreieck Köln, Düsseldorf, Wuppertal gelegen, stand vor 5 Jahren vor folgender Situation: 35.000 Einwohner, insgesamt Schuldenberg 150 Millionen. Wir haben 31.000 Einwohner und 140 Millionen Schulden, also durchaus vergleichbar. Und dann hat man einen 29-jährigen Bürgermeister gewählt, der den Mut besaß, den Gewerbesteuerhebesatz von 485 auf 300 zu senken. Unser ist heute bei 495, Olfen ist bei 295. Ja, er hat den Gewerbesteuerhebesatz gesenkt, ist dann aber auch aktiv, hat dann nicht im Rathaus gewartet, dass mal jemand anklopft und sagt, hallo, hast du was für mich, sondern ist ganz aktiv auf die Unternehmen zugegangen und hat gesagt, Mensch, siedel dich bei uns an, mach eine Zweigniederlassung auf, komm zu uns, es lohnt sich für dich. Er hat es mit dieser Politik geschafft, innerhalb von 4 Jahren einen Schuldenberg von 150 Millionen Euro zu tilgen und die Bilanz zum 31.12.2014 weist einen Jahresüberschuss von 46,7 Millionen Euro aus.
Die erste Maßnahme, die davon gemacht wurde, war, die Kita-Beiträge abzuschaffen, und inzwischen wird ein neues Theater in Monheim gebaut. Das mal einfach zur Information, es gibt also Städte, die machen sowas. Und es gibt eine zweite Stadt, Langenfeld, folgt inzwischen dem gleichen Muster, und auch andere Städte überlegen, diesen Weg zu gehen. Ich bin der festen Überzeugung, ich bin seit 12 Jahren in der Vollversammlung der IHK zu Münster Mitglied für diesen Raum, und ich weiß, wie viele gute, große, mittelständische Münsterländer Unternehmen händeringend auch gute Siedlungsfläche suchen. Und wenn wir denen gute Argumente geben, wir haben viele Plus-Sachen auf unserem Konto, aber wir können keinem vermitteln, warum soll er nach hier hinkommen, wenn er 10 Autominuten weiter in Olfen 25% weniger Steuern zahlt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich möchte noch ein Beispiel dazu geben. Ich habe selber eine Immobilie in Olfen vermietet, also Büroraum vermietet, an 4 Unternehmen, 3 davon aus dem Kreis Recklinghausen. 3 davon sagten mir, der Grund ihrer Ansiedlung sei, dass sie ganz konkret Steuern sparen. Und ehrlich gesagt, wenn ein Mittelständler, wenn ein selbstständiger Unternehmer, der montags bis freitags durch Deutschland fährt und seine Aufträge reinholt und der nur am Samstag seine Rechnung schreiben muss, dem ist es egal, ob der die Rechnung in Recklinghausen, in Datteln oder in Olfen schreibt. Aber er spart dadurch für sich persönlich 12.000 Euro. Würden wir es denn nicht machen? Also ich denke mal, es ist eine ganz normale Handlung, so zu handeln. Und wir müssen uns überlegen, dass wir wettbewerbsfähig uns darstellen, um ein Argument zu haben, die Unternehmer anzusprechen. Und ich bin der festen Überzeugung, wir gewinnen dann in Euro einen Zuwachs, auch wenn wir prozentual etwas abgeben. Und das sollte unser Ziel sein, denn nur so kriegen wir unsere Stadt nach vorne gebracht. Weniger ist mehr, so kann man das wohl kurz zusammenfassen. Carsten Wevers, im Interview mit mir haben Sie gesagt, dass eins Ihrer politischen Hauptziele als Bürgermeister wäre, junge Menschen, so wie Sie das gemacht haben, ich zitiere fast wörtlich, dazu zu bewegen, nach Abschluss ihrer Schullaufbahn oder auch ihrer möglicherweise universitären Ausbildung in Oer-Erkenschwick wohnen zu bleiben. Ein sehr charmantes Ziel. Wie wollen Sie das erreichen? Ja, also zunächst mal muss man wieder das Image unserer Stadt nach vorne bringen. Also ich glaube, dass wir sehr große Probleme haben in der Außendarstellung. Also wir haben kein vernünftiges Stadtmarketing. Wir finden eigentlich in unserer direkten Nachbarschaft überhaupt nicht statt. Und wir müssen hier vor Ort Angebote schaffen für junge Menschen und auch attraktive Angebote, dass sie sich hier wieder wohlfühlen. Also wir leben hier am Rande eines Ballungsgebietes von 3 Millionen Menschen. Also wir können in kürzester Zeit Großstädte wie Essen, Oberhausen erreichen, und wir leben am Rande eines schönen grünen Streifens, und dass diese Attraktivität unserer Stadt, die müssen wir nach außen darstellen. Das machen wir aber nicht. Wir haben überhaupt kein Stadtmarketingkonzept. Wir brauchen Leute innerhalb der Stadtverwaltung, die unsere Stadt nach außen verkaufen. Und dann müssen wir Angebote für junge Familien schaffen, dass die sich hier vor Ort wohlfühlen. Für Kinder, insbesondere auch für Kleinkinder, wird einfach zu wenig geboten. Also wir haben wenig Angebote für Kleinkinder. Also wir brauchen hier Spielplätze, die kleinkindgerecht sind. Also ich habe selber 2 kleine Kinder, die sind 3 und 5 Jahre alt. Diesen Leuten müssen wir Angebote schaffen, dass die hier vor Ort bleiben. Also es gibt durchaus viele Studenten, die nach außerhalb gehen, aus Oer-Erkenschwick kommen und nach dem Studium dann weg sind. Das habe ich nicht gemacht, ich bin hier geblieben, und ich möchte erreichen, dass diesem Weg viele folgen. Okay. Heinz Schnettger, Sie werben für sich unter anderem mit dem Slogan »Mehr Bildung«, vor allen Dingen für Kinder und Jugendliche zur Bewältigung auch der sozialen Probleme, und haben im Rathaus das Projekt Zukunft Stadt zur Chefsache unter Ihre Fittiche erklärt und auch genommen. Was ist daran neu und was wollen Sie damit wie bewirken? Ja, zunächst einmal auch einen guten Abend von meiner Seite aus. Letztes Mal, ich glaube, dass wir vor so vielen Personen gesprochen haben, das ist heute auf den Tag genau 10 Monate her, da war die Kandidatennominierung bei der SPD, da waren auch 200 Leute da. Ich denke, ähnlich viele sind heute auch da. Ja, wir müssen, wenn wir unsere Stadt nach vorne bringen wollen, müssen wir wissen, 1/3 unseres Haushalts geht zurzeit drauf für soziale Leistungen. Das heißt, wir müssen nicht nur über den Strukturwandel reden, weg von einer Bergbaustadt zu einer modernen Stadt, sondern wir müssen auch über den sozialen Strukturwandel reden.
Wir haben 1700 Arbeitslose in der Stadt. Und wer heute Morgen die Zeitung aufmerksam verfolgt hat, der hat gesehen, es sind 71.000 im Kreis Recklinghausen. Von diesen 71.000 sind 50% Langzeitarbeitslose. Hier müssen wir ansetzen und versuchen, diese Leute in Beschäftigung zu bringen, auf welchem Wege denn auch immer. Das wird man gemeinsam diskutieren müssen mit der Politik, aber auch mit Hilfe von Fördertöpfen des Landes, des Bundes und auch der EU. Wenn es uns nicht gelingt, diesen sozialen Strukturwandel einzuleiten, wird es uns nicht gelingen, unsere Finanzen mittelfristig und langfristig in den Griff zu bekommen. Das als erstes vielleicht vorweg. Wenn wir aber dauerhaft dafür sorgen wollen, dass Menschen in Ausbildung kommen, dass Menschen Arbeit finden, dann müssen wir bei den kleinen Kindern anfangen. Das heißt, wir müssen eine gute Betreuungsstruktur haben, was im Übrigen dann auch dazu dient, den Wohnstandort Oerngeschwick attraktiv zu gestalten. Denn heute sind in der Regel die Eltern beide berufstätig. Und daher ist es wichtig, dass wir eine gute Betreuungsstruktur haben, auch für die Unterdreijährigen und möglicherweise auch mit bedarfsgerechten Öffnungszeiten. Da wird zurzeit darüber diskutiert bei einem Förderprogramm des Bundes, das nennt sich Kita Plus. Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass unsere Schullandschaft zukunftsfähig wird. Und hier ist in erster Linie der Elternwille gefragt. Wir haben zurzeit ein funktionierendes dreigliedriges Schulsystem. Ob und wie man das ändern muss, werden wir diskutieren müssen, da werden wir Fachleute mit einschalten müssen und den Elternwillen abfragen. Und der dritte Punkt, wir werden natürlich dafür sorgen müssen, dass die Leute auch Arbeit finden. Wir sind zwar hier in Oerngeschwick in einer zentralen Lage, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wir leben zwischen den Arbeitsplätzen des Ruhrgebietes und zwischen den Freizeit- und Erholungsgebieten des Münsterlandes. Und diese Chance müssen wir ausnutzen. Wir müssen die Flächen, die wir zur Verfügung haben, und da sind noch einige, entsprechend vermarkten. Dazu ist es erforderlich, dass wir auch in Gänze ein Stadtentwicklungskonzept erstellen und das Projekt Zukunftsstadt 2030 Plus ist ein erster Schritt. Ein erster Schritt, um gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern, gemeinsam mit Vereinen und Verbänden Ideen zu entwickeln, Visionen zu entwickeln und das Ganze in einem späteren Ablauf dann professionell begleiten zu lassen. Und auch da werden wir, das ist sicherlich auch kein Geheimnis, wieder auf die Fördertöpfe angewiesen sein, um dann auch entsprechende Maßnahmen umsetzen zu können. Um letztendlich dann auch, das ist ja sicherlich ein Thema, das wir nachher noch sicherlich eingehender diskutieren werden, das Thema Innenstadt angehen zu können. Ich habe deutlich gemacht, wir reden immer über Innenstadt, wir haben keine und wir müssen darüber diskutieren, wie wir eine bekommen und das wird Thema in weiteren Punkten sein. Eine gute Überleitung zur zweiten Frage, zum zweiten Themenblock, nämlich genau das Thema Cityentwicklung. Wir alle kennen die Probleme. Ich meine hier insbesondere die untere Stimbergstraße, wo viele Ladenlokale leer stehen, wo es eine vergleichsweise hohe Fluktuation gibt. Und in der Mitte der ein oder andere oder nicht wenige von Ihnen trauern ihm noch nach, das ehemalige Klemmkaufhaus, was weitestgehend ungenutzt ist. Herr Schnettke, wir beginnen diesmal mit Ihnen. Hier muss sich dringendst etwas tun. Auch wir als Zeitung sind da ständig mit der Unzufriedenheit der Bürger, aber auch der Kaufleute konfrontiert. Warum ist das bislang nicht geschehen, obwohl es ja schon seit Jahren auch immer wieder mal im Rathaus, aber natürlich auch in den politischen Gremien diskutiert wurde? Und was können Sie sich vorstellen, als Bürgermeister einzuleiten, damit sich die Situation hier verbessert? Ja, ich denke, zunächst muss man drei Dinge unterscheiden. Das eine ist der Wunsch und die Vorstellung, die die Bürgerinnen und Bürger von der Innenstadt haben. Das zweite ist, was die Immobilienbesitzer sich vorstellen, denn die Stadt Oerngeschwick besitzt hier keine Immobilien. Und das dritte ist, was sich die vorhandenen Einzelhändler denn so vorstellen können. Bei den Einzelhändlern, vor 2 Jahren habe ich nahezu alle Einzelhändler im Innenstadtbereich besucht und da gab es immer die ganz klare und eindeutige Aussage, wir brauchen Parkplätze vor der Tür und nehmt uns die nicht weg, sonst verlieren wir die letzten Kunden. Bei den Immobilienbesitzer gestaltete sich das zum Teil viel, viel schwieriger. Die haben sich gar nicht gemeldet, wenn wir mit denen reden wollten. Die Immobilieneigentümer allerdings, die inzwischen etwas an ihren Ladenlokalen, die leer stehen, getan haben, da gibt es ja den einen oder anderen, machen heute die Erfahrung, dass vielleicht entsprechend die Ladenlokale, ich erinnere da mal an Lücken Otto, wer schon mal irgendwie Probleme mit dem Knochengerüst hatte und entsprechende Hilfsmittel brauchte und nach Lücken Otto ging, der musste 3 Stufen hoch. Ja, solche Ladenlokale sind natürlich nicht unbedingt als 1A-Lage zu bezeichnen, was die Ausstattung anbelangt. Das wird ein sehr schwieriges Thema. Das zweite ist, dass
die Experten inzwischen auch davon ausgehen, dass nicht nur der umliegende Einzelhandel in den Zentren Oberhausen, Dortmund, Essen, inzwischen auch in Recklinghausen im Palais Fest unter dem Online-Handel leidet. Der Online-Handel nimmt immer mehr zu. Und auch im Palais Fest war in der letzten Woche ja deutlich zu vernehmen, hier gibt es ein Problem, und ein Problem gibt es auch mit der Recklinghäuser Innenstadt. Deswegen glaube ich, dass wir das Problem der Innenstadt nicht alleine lösen werden mit dem Einzelhandel. Inzwischen gibt es Untersuchungen, die davon reden, dass es Sinn macht, in die Attraktivität, in die Aufenthaltsqualität der Innenstadtbereiche zu investieren. Das heißt, im Wesentlichen auf drei Säulen aufbauen: Gastronomie, möglicherweise Hotellerie, aber auch Kultur und entsprechend Freizeitaktivitäten. Dazu nimmt natürlich das Klemm-Kaufhaus eine zentrale Rolle ein. Der Angebotspreis steht. Ich glaube, hier werden wir ohne fremde Hilfe, ohne einen Investor oder ohne entsprechende Fördermittel keinen Erfolg haben. Denn es ist nicht damit getan, dieses Gebäude zu kaufen. Man muss es entweder umgestalten, abreißen und die Flächen entsprechend anders nutzen. Da haben wir entsprechend professionelle Hilfe uns schon ins Haus geholt, haben uns über die Fördermittelkulisse informieren lassen. Und ich denke, dass wir unmittelbar nach der Wahl auch damit beginnen werden, die entsprechende Entwicklung voranzutreiben. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, Stadtentwicklungskonzept 2030 plus. Hier müsste natürlich gerade das Innenstadtthema integriert werden. Carsten Wevers, speziell zu dem Thema Stimmbergstraße City haben Sie eine etwas verwegenere Idee. Bitte schön. Ja, also wir haben sehr viele engagierte Menschen hier vor Ort. Wir haben auch Leute vor Ort in Oer-Erkenschwick, die mit Oer-Erkenschwick Geld verdient haben. Wir haben Leute, die sich einbringen und denen die Stadt wichtig ist. Und es ist zunächst mal eine Idee, eine Genossenschaft zu gründen, das Klemm-Kaufhaus mit dieser Genossenschaft zu kaufen, umzugestalten, abzureißen und dann auch etwas Neues dort zu gestalten. Also ich bin kein Ingenieur, ich bin kein Architekt. Das Kaufhaus zu kaufen ist natürlich eine gewagte Sache, aber ich glaube, dass es viele Menschen geben würde, die auch in unsere Innenstadt investieren würden. Und wenn viele Menschen zusammenkommen aus Oer-Erkenschwick und in eine Genossenschaft investieren und die Innenstadt dadurch, also das Klemm-Kaufhaus halte ich für das Herz unserer Innenstadt, wenn wir da viele Menschen begeistern könnten, mitzumachen, die dann hinterher auch von der Entwicklung der Innenstadt profitieren könnten, glaube ich, dass wir es schaffen können. Gemeinsam, wenn Unternehmer voranschreiten würden und einzelne Privatleute auch in diese Genossenschaft investieren, können wir es schaffen. Man muss natürlich jetzt, also es ist eine Idee, die am Anfang steht, man muss natürlich schauen, welche Hindernisse bringt dieses Gebäude mit sich. Ich weiß nicht, was da verbaut wurde, etc. Wie gesagt, ich bin kein Bauingenieur, aber wir haben vor Ort viele Leute, die ein Herz für Oer-Erkenschwick haben und die auch in Oer-Erkenschwick investieren würden. Deshalb würde ich nach der Wahl das Thema angehen und gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern versuchen, die Innenstadt zu gestalten. Und wenn wir im Herz der Stadt es schaffen, eine Umgestaltung hinzubekommen und dann die Marktstraße abbinden, weil das ist eh eine Sackgasse dort, ja, da würden 4, 5 Parkplätze verloren gehen, aber wir würden dort einen Platz schaffen, einen Platz, der zum Verweilen einlädt. Da sind Leerstände auf der Marktstraße, die man mit Cafés etc. füllen könnte. Das ist meine Idee, dort klein anzufangen, keine Riesenprojekte zu machen, sondern hier einen Ort zu schaffen, den wir verschönern können, und dann folgen auch weitere Investoren. Spielen denn bei Ihren Überlegungen die zu Beginn des Bürgermeisterwahlkampfs von Ihnen geäußerten Outlet-Center noch eine Rolle, oder ist das schon Schnee von gestern? Das ist kein Schnee von gestern. Also ich habe mit dem Bürgermeister von Bad Münstereifel mich lange unterhalten. Der hat gute Kontakte zu den Investoren aus Österreich. Man kann durchaus hier in Oer-Erkenschwick, wir haben sehr viele Leerstände, dieses Konzept umsetzen, vor allem weil Bad Münstereifel, da läuft das Ganze, obwohl die sehr weit von einem Ballungsgebiet entfernt sind. Die haben keine Autobahnanbindung und fährt eine halbe Stunde, bis man diesen Ort erreicht. Also wir erreichen in einer halben Stunde 3 Millionen Menschen hier. Und
viele haben mir gesagt, ja, aber die haben eine tolle Innenstadt und so. Also Leuten, denen es darauf ankommt, einzukaufen und dann Dinge, die es woanders so in der Form nicht gibt, in einem Outlet-Center, die würden auch nach Oer-Erkenschwick kommen, auch wenn wir keine historische Innenstadt haben. Und ich habe es gerade gesagt, wenn wir anfangen, das Herz der Stadt zu entwickeln, kommen auch weitere. Und ich würde auch dieses Thema weiter angehen und kann mir vorstellen, dass auch in den leerstehenden Gebäuden des Zechengeländes Outlet-Center möglich wären. Herr Wegner, Sie sind Unternehmer, leiten aktuell gerade zwei eigene Betriebe und eine Stiftung. Was müsste sich aus Ihrer Sicht als Firmenführer in der Stadt verbessern und wofür wollen Sie eintreten, damit sich die Situation vor allen Dingen in der City und eben hier insbesondere im Stimmmeerstraßenbereich wieder aufhält? Ja, zunächst möchte ich zu dem Vorgesagten noch eine Anmerkung machen. Also ich gebe Herrn Schnettger recht, wenn er sagt, wir haben eigentlich gar keine Innenstadt. Ja, das stimmt. Aber das ist das Resultat der politischen Handlungen der letzten 20 Jahre. Seit 20 Jahren hat sie nichts getan. Die Zeche ist seit 20 Jahren zu. Kennen Sie sonst noch eine Stadt, die die Zechenbrache noch nicht entwickelt hat? Gibt es sonst noch irgendwo Zechen, die noch brach rumliegen? Ja, nochmal, ich stelle einfach nur fest, dass die Städte, die ich kenne, in Dortmund, Essen, Gelsenkirchen etc., die Zechen, die haben sich wunderbar entwickelt. Die einen in Richtung Kultur, die anderen in Richtung Shopping, die nächsten in Richtung... Nochmal, es gibt tausend Richtungen, was man machen kann. Wir haben nichts gemacht. Stelle ich einfach mal fest. Und die Stadt, so wie sie aussieht, ist das Resultat der letzten 20 Jahre. Sondern das war 10 Jahre CDU-Herrschaft, 10 Jahre SPD-Herrschaft. Ich stelle einfach nur fest, wo soll die neue Energie herkommen? Ich sehe sie nicht. Punkt 1. Punkt 2. Grundsätzlich, wer das Ziel nicht kennt, der wird den Weg nicht finden. Und wir haben gar kein Ziel. Ich habe hier in dieser Stadt noch nie ein Ziel gehört. Und wir haben oft früher schon darüber geredet, da habe ich gesagt, schreibt bitte auf einer DIN A4-Seite mal auf, die Stadt Oer-Erkenschwick soll in 15 Jahren sein, Doppelpunkt. Da kann alles draufstehen. Da können wir draufschreiben, wir wollen die Stadt sein mit den meisten Hartz-IV-Empfängern. Ist ein Ziel, ist ein dummes Ziel, aber ist ein Ziel. Kann man machen. Dann kann sich aber jedes Wirtschaftssubjekt auch darauf einrichten und kann sagen, in diese Idee investiere ich Geld oder ich lasse es bleiben. Es gibt auch für so ein Ziel Leute, die sagen, jo, das lohnt sich für mich. Weil dann haben wir vielleicht mehr davon, mehr Kinder, die untergebracht werden müssen, betreut werden müssen, etc., etc., etc. Ja, das können Ziele sein. Ich halte es für die falschen Ziele für eine Stadt. Mein Gedanke ist eher in Richtung Münsterlandstädte gehend. Mein Gedanke ist gestalterisch, sich ans Münsterland anzulehnen und einfach mal, ja, ich sag mal, einen etwas mutigeren Schritt zu wagen. Aber um das zu tun, brauchen wir Kaufkraft. Kaufkraft ist das A und O für jede City. Und keine City-Entwicklung kann funktionieren, wenn die Kaufkraft in der Stadt nicht vorhanden ist. Kaufkraft geht nur über Arbeit. Also schaffen wir doch gut bezahlte Arbeitsplätze in dieser Stadt. Es gibt Branchen, die wachsen, die boomen. Wir reden über den Bereich der regenerativen Energien. Alle Anlagen, die installiert werden, müssen gewartet werden, müssen gepflegt werden. Das sind gut bezahlte Handwerksberufe. Wir reden über den Bereich Nanotechnologie, wir reden über den Bereich IT-Sicherheit, wir reden über Kreativarbeitsplätze, gerade im Computerbereich. Was ist Kreativmenschen wichtig? Denen ist wichtig ein toller Wohnort, den haben wir, an dem man auch arbeiten kann. Insofern, lassen Sie uns kreativ sein, lassen Sie uns gute Arbeitsplätze schaffen. Ich rede jetzt nicht über Kick, Taco, Maras Matratzenmarkt und noch eine Tankstelle und noch ein DHL. Das ist genau nicht, was ich unter guten Arbeitsplätzen verstehe. Es sind Arbeitsplätze, die ernähren Menschen und die bezahlen Miete, aber die schaffen keine Kaufkraft im Sinne von, ich kann mir auch was leisten. Wir brauchen Arbeitsplätze, wo Menschen sich auch was leisten können, denn nur dann können sie in der City in einem Outlet-Center, in einem Café, in einem Restaurant ihr Geld ausgeben. Herr Wegner, ich muss da einmal zwischengerätschen. Das ist mir ein bisschen zu einfach. Lasst uns gute Arbeitsplätze schaffen. Ja. Wie denn, bitteschön? Ja, nicht indem ich im Brathaus sitze und darauf warte, dass jemand anklingelt, um 7 Hektar nachzufragen. Nein. Für mich ist der Bürgermeister der erste Verkäufer einer Stadt, genau wie der Wirtschaftsförderer. Beide zusammen haben rauszugehen, haben die Vorteile der Stadt klarzumachen, zu verkaufen und zu sehen, dass wir Menschen für uns begeistern, für unsere Stadt gewinnen, dass sie dann sagen, verdammt nochmal, das ist die richtige Stadt für mich. Und ich will es deswegen nicht auf diese Steuerdebatte verkürzen. Das Steuerargument ist ein Stolperstein, den wir wegmachen müssen, um gleichzuziehen mit unserer Nachbargemeinde Olfen. Dann haben wir einen Gleichstand erreicht, danach fängt die Arbeit erst an, danach muss geworben werden, aber ich bin davon überzeugt, ob der schönen Lage in der Natur, ob der wirklich wunderbaren Verbindung zwischen Münsterland und Ruhrgebiet,
ob der guten verkehrstechnischen Anbindung auch in europäischer Sicht, halte ich diese Stadt für mehr als gut als Unternehmer geeignet, um sich hier anzusiedeln. Ich möchte noch ein Wort sagen zur Gestaltung einer Stadt. Ich habe gerade gesagt, wer den Weg nicht kennt, wer das Ziel nicht kennt, wird den Weg nicht finden. Unser Ziel ist es als Grüne, und wir haben uns sehr eingehend mit dem Konzept befasst und wir haben auch viele dieser Städte besucht. Wir verfolgen das sogenannte Città-Slow-Konzept. Ursprünglich mal entstanden Mitte der 90er Jahre in Italien. Ich kann jetzt nicht alles hier aufzählen, aber im Prinzip ging es genauso. Es waren kleinere Städte bis 35.000 Einwohner, die sich überlegt haben, verdammt nochmal, wie können wir gegen die Großen anstinken? Die jungen Leute sind weggegangen, der Leerstand war in den Städten da, die Städte verkamen zusehends. Dann hat man sich zusammengetan und hat gesagt, was macht eine Stadt eigentlich lebenswert? Und man hat das in 7 Themenfelder unterteilt. Und man hat dazu Kriterien formuliert und hat dann angefangen, systematisch die kleinen Städte darauf umzubauen. Mit großem Erfolg. Inzwischen sind 200 Städte weltweit, die dieses Konzept fahren. 12 Städte in Deutschland. Die nächstgelegene zu uns ist Lüdinghausen. Lüdinghausen hat sich auch vor 5 Jahren entschlossen, dem Konzept beizutreten und hat auch noch 4 Jahre gebraucht, um erstmal in den Club aufgenommen zu werden, um an die Kriterien ranzukommen. Das Schöne ist, alles, was ich an den Kriterien verändere zum Konzept hin, sorgt dafür, dass die Stadt schöner und lebenswerter wird. Was verstehe ich darunter? Wir verstehen darunter einen Fußgängerbereich vom Kreisverkehr bis unten zur Beethovenstraße. Wir verstehen darunter eine Begrünung der Innenstadt. Wir verstehen darunter Barrierefreiheit. Wir verstehen darunter Slow Food, nicht Fast Food, Slow Food, gute Restaurants. Wir verstehen darunter Einbinden der regionalen Produzenten. Wir verstehen darunter gute ökologische Auswahl vom Essen und Angebot. Wir verstehen aber auch darunter, eben nicht die Produkte anzubieten, die jede Großstadt in Recklinghausen, Dortmund oder sonst wo anbietet, sondern auf die Produkte sich zu spezialisieren, die zu tun haben mit Kunsthandwerk, mit Handwerk, mit ausgefallenen Sachen, eben nicht die Massenware. Also in Richtung Slow zu gehen, das ist ein Erfolgskonzept für die Gemeinden, die es machen. Und schauen Sie sich bitte Lüdinghausen an. Ich würde mich freuen, wenn wir ein bisschen mehr Münsterland wären, ein bisschen weniger Ruhrpott-Hinterhof. Danke. Herzlichen Dank. Josef Uelgen zu dem Thema. Ich erinnere mich daran, im Kommunalwahlkampf im vergangenen Jahr stand in der Broschüre der Linkspartei im Zuge des Umgangs mit den Immobilieneigentümern sogar der Begriff Zwangsenteignung. Wäre das für Sie als künftiger Bürgermeister der Stadt Oerkenschwick auch ein probates Mittel, um das Problem grundsätzlich anzugehen, oder welche Ideen haben Sie? Das ist natürlich kein probates Mittel, ein Problem grundsätzlich anzugehen. Das würde höchstens in so einem Fall zutreffen, dass wirklich ein Querulant sich einer ganzen Entwicklung entgegenstellt. Und da bin ich nicht der Einzige, der zum ersten Mal sagt, da muss was enteignet werden. Das passiert im Straßenbau, im Bau von Gewerbegebieten und was weiß ich tagtäglich. Also da bin ich nichts Besonderes. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar Sachen, die tendenziell Richtung Märchenstunde gehen gerade. Also, man kann nicht gleichzeitig ein Kaufhaus machen, also das Klemmkaufhaus umbauen, dort eventuell ein Outlet-Center reinmachen, dann noch tolle Restaurants reinmachen, die Alleinstellungsmerkmale haben, weil sie gut sind, und dabei vergessen, dass wir eine Stadt mit wenig Kaufkraft sind. Also die ganzen Geschichten, die man als Plan aufstellt oder als Vision erzählt, die müssen schon ein bisschen mit der Realität zu tun haben, die wir hier in Erkenschwick vorfinden. Das heißt, wir müssen den Punkt nehmen, den wir gerade haben, und planen zu entwickeln. Und Märchenstunde habe ich deswegen gesagt, weil ich komme manchmal irgendwie ein bisschen komisch vor. Die Stadt Oerkenschwick wird über den Kreis Recklinghausen in der Metropole Ruhr vertreten. Diese Metropole Ruhr ist eine regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Und diese regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft mit allen 53 Kommunen des RVRs und allen Kreisen, die haben eine gemeinsame Planung, wie man angesichts der großen strukturellen Probleme der Weltwirtschaft auch etwas für kleinere Gemeinden hier tun kann. Wir müssen hier das Rad nicht neu erfinden. Die wesentlichsten Schwerpunkte an dieser ganzen Geschichte ist die Entwicklung von Klima, von Bildung und von Stadtintegration.
da an diese Entwicklung, an die Perspektivenentwicklung, an die Projektentwicklung in diesen drei Bereichen sind europäische Mittel gekoppelt. Das heißt, wir müssen hier keine Räder neu erfinden. Der große Nachteil, den wir hier gehabt haben, außerdem ist es falsch, hier seit 20 Jahren lang nichts gelaufen, wir sitzen hier in einem Haus, das frisst uns die Haare vom Kopf, ob man jetzt schön findet oder nicht, aber ist was gelaufen, die Entwicklungsrichtung war wohl nicht so ganz richtig. Was ich sagen wollte ist, ich habe einen Faden verloren. Was ich sagen wollte ist, was uns fehlt, und das ist auch mehrfach hier bereits angesprochen worden, was uns fehlt, ist die notwendige Kreativität zwischen Rat und Verwaltung. Also nicht die Verwaltung ist immer schuld, auch der Rat, der muss sich an seine eigene Nase packen, inwieweit er selber Ideen in die Politik reinbringt und nicht nur darauf warten, dass die Verwaltung arbeitet. Das ist der eine Punkt. Die Kreativitätsentwicklung muss auf diese Bereiche verlagert werden. Und zum anderen brauchen wir mehr Kreativität in Rat und Verwaltung, dass wir mit europäischen Fördertöpfen, mit Landesfördertöpfen effektiver umgehen. Dann haben wir auch eine finanzielle Grundlage, irgendwas anzuschieben, und das ist weit mehr als Luftschlösser zu bauen. Dritter Punkt, Gewerbesteuer. Christian, wir haben schon oft genug diskutiert, das Ding ist nicht so einfach mit der Gewerbesteuer. Erstens wird jeder Pfennig Gewerbesteuer, den wir sozusagen zusätzlich einnehmen, dafür gebraucht, dass wir den Schuldenabbau der Stadt betreiben. Zum Zweiten ist es so, bevor ein Unternehmen Gewerbesteuer zahlt, übrigens Gewerbesteuer, die gezahlt werden können, von der Einkommensteuer auch noch abgesetzt werden. Bevor so ein Unternehmen Gewerbesteuer zahlt, muss es echt kräftig viel verdienen. Also dir zu sagen, das ist eine kurzfristige oder auch nur eine mittelfristige Geschichte, um aus der Finanzmisere der Stadt rauszukommen, halte ich für eine große Verschaukelung, um mir mal die Schärfe reinzubringen. Monheim. Aber Josef, bitte kurz, wenn es geht. Ja, Monheim hat unerwarteterweise, wie der Bürgermeister von Monheim in einem Brief an den Landtagspräsidenten zugegeben hat, unerwarteterweise einen riesigen Brocken Lohn-Gewerbesteuerrückzahlung bekommen. Nein, ein Riesenbrocken. Diesen Riesenbrocken hat er eingesetzt, um Schulden zu bezahlen, um Kassenkredite abzulösen und damit die Stadt in die Lage zu versetzen, Sachen zu machen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Oer-Ergenschwick liegt nun mal nicht im Speckgürtel zwischen Leverkusen, Köln und Düsseldorf. Also die Möglichkeiten, Betriebe aus diesen umliegenden Städten hier abzuholen, ist, du sagst Dortmund und Essen und so weiter, oder auch Münster, von mir aus auch Münster, da gibt es in unserer Region neben Ergenschwick noch ganz andere und noch genauso schlecht dastehende Städte und Gemeinden, dass es keinen besonderen Grund gibt, und dem muss man mir jetzt erstmal sagen, dass es keinen besonderen Grund gibt, nach Ergenschwick zu ziehen. Dritter Punkt, Gewerbesteuer. Je weniger wir Gewerbesteuer zahlen lassen als Steuer, umso mehr erhöht sich die Kreisumlage für die Gewerbesteuer. Das heißt, auf der einen Seite fällt möglicherweise die Gewerbesteuer, und da gibt es so eine Linie, die kreuzt da genau zwischen. Das ist die Erhöhung der Kreisumlage. Also das mit der Gewerbesteuer definitiv ist nicht so ein einfaches Ding, wie hier immer verkauft wird. So, Josef, danke schön für dieses sehr ausführliche Statement. Bevor Christian Wegner, weil er direkt angesprochen wurde, antwortet, Thorsten Fischer, wollen wir jetzt von dir, jetzt sage ich es doch natürlich, wollen wir von Ihnen, Herr Fischer, hören, was Sie sich denn vorstellen können, wie man das Problem mit der City löst. Bitte schön. Ja, also ich denke, einen ganz großen Wurf, den kann niemand bieten. Wir werden in den nächsten 5 Jahren garantiert kein Wunder schaffen können, egal ob ich es bin oder die anderen 4, das ist vollkommen möglich. Die Stadt ist seit Jahren in einem Niedergang und wir sind in der Schuldenfalle gefangen. Wir haben im Prinzip, glaube ich, 2 große Chancen. Wir haben 2 große Vorteile. Erstmal die Nähe zur Hart natürlich, das ist ein wunderschönes Gelände. Wir haben das Maritimo, das könnte man touristisch eventuell mehr nutzen. Und wir haben die Zechenbrache. Das ist für mich das Herz der Stadt, nicht das Kaufhaus Klemm. Wir können auf der unteren Stimmbergstraße muss man über ganz andere Ideen vielleicht mal nachdenken. Es gibt Ideen wie Pop-up-Stores, dass man große Ketten anspricht, die kurzfristig Gebäude anmieten, um da für eine gewisse Zeit ihre Artikel zu verkaufen. Es können auch höherpreisige Artikel sein. Das Konzept, was Christian angesprochen hat, dieses Chitterslow-Konzept, weiß ich nicht. Das halte ich nicht für geeignet für Oer-Ergenschwick, und zwar aus dem Grund, weil alle anderen Städte, die daran teilnehmen, die sind touristisch viel interessanter. Wenn ich durch Ergenschwick gehe, dann überlege ich mir immer, wie könntest du jemanden aus Bayern überzeugen, Oer-Ergenschwick zu besuchen? Wegen einem Schweinchen am Berliner Platz kommt niemand.
Ich weiß es nicht. Wir brauchen irgendein ganz großes Konzept für die beiden Punkte, die ich angesprochen habe, fürs Maritime und gerade für die Zechenbrache. Ich denke, ein Golfplatz ist absolut ungeeignet, das wird ein Rohrkrepierer. Das möchte ich wetten. Da würde ich sogar 5 Euro drauf setzen. Das hat in Recklinghausen schon nicht funktioniert. Ja, mal komm, lasse 10 sein. Das hat in Recklinghausen jetzt schon nicht funktioniert. Wir sind eine Ruhrgebietsstadt. Und Christian, du sagst immer, du möchtest dich mehr ans Münsterland anlehnen. Nein, wir sind Ruhrgebiet. Und wir haben unsere Kultur, wir haben unsere Wurzeln im Bergbau. Und das muss man, glaube ich, mehr betonen. Wir müssen irgendwas finden, wir müssen nicht was kopieren, was andere Städte machen. Wir müssen irgendwas für uns selber finden. Thorsten Fischer, herzlichen Dank. Christian Wechner, bitte sehen Sie es mir nach, dass wir jetzt uns doch zu einem anderen Thema weitergehen. Aber dann ganz kurz, bitte. Ehrnebel, also ich war konkret angesprochen, weil es wurde unterstellt, dass hier einige Aussagen nicht stimmen. Da möchte ich mal einmal klarstellen. Wir sind die Stadt mit den niedrigsten Gewerbesteuereinnahmen pro Kopf in Nordrhein-Westfalen. Das muss man sich bitte vorstellen, Punkt 1. Also insofern, eine Absenkung würde uns gar nicht so viel Verluste bringen. Die zu kompensieren, sehe ich sehr wohl möglich. Das Zweite, die Unterstellung, dass Monheim durch außerordentliche Einnahmen überhaupt in der Lage war, das zu tun, ist einfach schlichtweg falsch. Sie hatten im ersten Jahr eine Gewerbesteuernachzahlung, das ist korrekt. Damit haben Sie das Projekt angeschoben. Die folgenden 4 Jahre waren faktische Mehreinnahmen durch neue Betriebe. Das wollte ich nur klarstellen. Okay, herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, ein Thema, was Sie und alle Bürger, nicht nur diejenigen, die hier in der City wohnen, und da nähern wir uns jetzt thementechnisch dem vorherigen Komplex, sehr ärgert, auch verunsichert, ist das Thema Verkehrspolitik, hier insbesondere das Thema Raserei. Nicht nur auf der Stimmerstraße rund um den Berliner Platz, wir erinnern uns da an diverse Unfälle, wo vor einigen Monaten ein junger Autofahrer sich mit seinem Pkw überschlagen hatte und in dem Wartehäuschen der Festischen am Berliner Platz gelandet ist. Quietschende Reifen gehören leider hier immer wieder, vor allen Dingen in den Abendstunden, wo viele von Ihnen der Meinung sind, es fehlt an ausreichender Polizeipräsenz zum Tagesgeschehen. Thorsten Fischer, was würde denn der Bürgermeister Fischer unternehmen wollen, um das wirklich drängende Problem, um dem Problem zu Leibe zu rücken? Ja, das ist erstmal eines meiner Themen, die bei Facebook ja auch immer wieder besprochen werden in der Erkenschwicker Gruppe, dass viel gerast wird und dass viel zu wenig geblitzt wird oder die Leute, die Polizei einfach nicht vor Ort ist, wenn die Raserei stattfindet. Da wird morgens geblitzt, aber die Raserei findet in den Nachtstunden, in den Abendstunden statt. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir wieder eine 24-Stunden-Polizeiwache bekommen. Und Heinz Schnittger hat mir erzählt, es ist vollkommen unmöglich, es wäre alles versucht worden. Nein, dann muss man dem Innenminister Jäger mal richtig auf die Pelle rücken und den nerven. Wir brauchen das wirklich wieder hier. Es ist einfach so. Ich kann mich erinnern an einen Fall, da wurde bei einer Mutter eingebrochen, und beziehungsweise die hat einen Einbruch beobachtet und nach 30 Minuten war die Polizei dann endlich da. Das ist ein bisschen merkwürdig. Und ich denke, das Sicherheitsgefühl der Bürger, gerade hier an der Neuen Mitte, ist, viele Bürger sind verunsichert. Und ich weiß, viele ältere Leute trauen sich auch nachts schon gar nicht mehr raus, oder wenn es dunkel wird, das wird im Winter jetzt besonders schlimm, da lang zu gehen und einzukaufen. Ich hätte gern mehr Streifenpolizei, aber Knackpunkt ist halt wirklich, eine 24-Stunden-Polizei präsent zu bekommen und dass auch wirklich die Bürger befragt werden, wo sind die Problempunkte und wo sind die Wünsche, dass auch geblitzt wird und überprüft wird. Josef Oehling, sehen Sie das genauso? An der oberen Stimmbergstraße gewohnt, da wurde nachts halt eben auch gerast. Also ich kann nachvollziehen, wenn die Raserei in den Abendstunden nervt. Und es ist ja auch mittlerweile so, dass es nicht nur nachts nervt, es ist ja auch so, dass die Ampelphasen zwischen zwei Rotphasen, also die Strecke zwischen zwei Rotphasen mittlerweile auch versucht wird, durch Raserei mitten am Tag zu unterbieten. Also es ist schon so, einige Leute scheinen einfach unbelehrbar. Und selbst harte Strafen und Straßenverkehrsordnung scheinen an diesen Punkten irgendwie nicht zu helfen. In diesen Punkten kann man einfach nur sagen,
bitten, aufzuschreiben, wo was passiert ist, möglicherweise auch eine Nummer aufzuschreiben. Ich weiß, jemanden sozusagen irgendwie anzuzeigen, ist immer eine schwierige Nummer, aber wir brauchen auf jeden Fall genügend Material, Informationsmaterial, auch Argumentationen gegenüber dem Innenministerium, gegenüber dem Polizeipräsidium, was in Oer-Erkenschwick wirklich faktisch ist an Verkehrsverstößen oder auch an Anmachereien nachts oder abends auf den Straßen. Wir brauchen ein besseres Anzeigeverhalten über die Verstöße, die wir in Erkenschwick auf jeden Fall haben. Da kann ich Sie alle nur auffordern, das auch zu tun. Ich weiß, dass es schwierig ist, diesen Gang zu gehen, aber ich glaube, wir haben an dem Punkt im Augenblick keine andere Chance. Die zweite Geschichte ist, oft werden manchmal richtigerweise, ganz oft auch fälschlicherweise, junge Leute mit Sicherheiten und Ängsten und so weiter in Verbindung gebracht. Ich denke, dass es an diesen Punkten ganz besonders wichtig sein sollte, in Zukunft über Streetworker halt eben mit jungen Leuten Kontakt aufzunehmen und die, sage ich jetzt mal, pädagogisch sehr verkürzt zu beruhigen und zum anständigen Verhalten irgendwie aufzufordern oder denen dabei zu helfen. Der Haken daran ist, dass solche Streetwork-Geschichten aufgrund unserer prekären Gemeindefinanzierung zurzeit als freiwillige Aufgaben gelten und diese freiwilligen Aufgaben werden uns aufgrund des Stärkungspakts nicht genehmigt. Ich will nur sagen, nicht nur Repression ist in diesem Punkt ein Mittel, es ist auch die persönliche Ansprache von Leuten, die die Zukunft noch vor sich haben und die sich noch ändern können, ganz wichtiges Kapitel. Deswegen plädiere ich für eine präventive Maßnahmen auch gerade im jugendlichen Bereich, um langfristig hier zu einer Verbesserung der Situation zu kommen. Wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen schwierig, das alles hinzukriegen, aber ich hoffe auf eine Änderung, vielleicht kommen wir noch dazu, in der Gemeindefinanzierung, dass solche Sachen halt eben auch möglich ist, letztendlich dazu führen, dass man Lust und Spaß hat, auch mal im Dunkeln durch diese Stadt zu laufen. Ja. Herr Wegner, wie sehen Sie die Situation? Erstmal kann ich auch nur dazu aufrufen, bringen Sie alles zur Anzeige, was zur Anzeige gebracht werden muss. Nur über Anzeigen, nur über die Statistik wird anerkannt, dass wir Probleme haben. So wird gesagt, Mensch, da ist ja keine Anzeige, also läuft ja alles gut. Also insofern, wenn Klamotten passieren, sollte man sie auf jeden Fall zur Anzeige bringen, damit die Polizei auch Realitäten in Zahlen sieht. Das zum einen. Zum zweiten, ja gut, das sind viele junge Raser, die haben geistiges Niveau feines Hühnereis. Da bringt auch Appelle nicht viel. Also ich würde auf jeden Fall abprüfen wollen, was sind die Strafen, die verhängt werden können. Und ich würde auch gerne drakonische Strafen aussprechen, wenn es geht mit Führerscheinentzug, soweit es geht. Nur darüber lernen die. Also ich sag mal, wenn Sie die zum Teil mit den Geschwindigkeiten hier in der Stadt rumfahren sehen, ich möchte auf keinen Fall, dass wir so lange warten, bis wir die ersten Toten hier haben, analog zu Köln. Köln wird jetzt tätig. Und wir müssen uns einfach überlegen, lass es uns bitte nicht so weit kommen, dass wir die Toten bekommen. Soweit es unsere ausländischen Mitbürger betrifft, habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, über die Moscheen respektive auch über unseren Verein zu arbeiten. Da merkt man schon, es gibt einige Respektpersonen, wenn die dann mit dem Papa reden, dann nimmt sich der Papa seinen Sohnemann schon zur Brust und dann verändert sich auch Verhalten. Also da funktioniert das noch ganz gut. Das sollten wir auf jeden Fall nutzen, aber viele erreicht man einfach mit Appellen nicht. Insofern harte Strafen, ja. Okay, Herr Wevers, sehen Sie das ähnlich? Ja, zunächst mal ist die Aufgabe Sicherheit Aufgabe der rot-grünen Landesregierung, die hier in Oer-Erkenschwick auch ihrer Verpflichtung nachkommen muss, für Sicherheit zu sorgen. Das Thema Raserei, ich will den Jungs jetzt nie unterstellen oder den Mädels, die da heizen, dass die ein Gehirn eines Hühnereis oder das geistige Niveau eines Hühnereis haben. Ich glaube, auch mit denen kann man reden. Ich weiß nicht, wer es ist. Nur man sollte doch durchaus versuchen, auf die Familien zuzugehen und dann auch mal nach den Gründen zu fragen. Die scheinen ja irgendwie Langeweile zu haben, die brauchen eine Aufgabe, die heizen hier durch die Stadt, weil sie gelangweilt sind. Und ich glaube, dass man in dem Punkt ansetzen muss. Das Thema Sicherheit selber hier vor Ort, da bin ich natürlich dabei, dass man weiterhin Druck auf die Landesregierung ausüben muss. Man darf jetzt nicht sagen, ja, wir haben jetzt alles getan, wir haben mehrere Resolutionen dorthin geschickt. Also wer aufgibt, der wird hier nie mehr Polizeipräsenz bekommen und auch keine 24-Stunden-Wache. Das ist richtig, aber wenn wir da weiter an die Landesregierung gehen und hier vor Ort, die Vorredner haben es gesagt, alles zur Anzeige bringen, haben wir auch Argumente. Und da müssen wir weiter dran arbeiten. Herr Schnettger, Sie sind schon lange aktiv, auch in dieser Sache. Haben Sie bereits aufgegeben?
Nein, keineswegs. Aber eines muss man auch ganz deutlich sagen, die 24-Stunden-Wache würde lediglich dazu führen, dass das Sicherheitsempfinden besser wird. Also ich habe Gespräche noch geführt in der vergangenen Woche mit der Polizeiführung hier vor Ort und auch mit den entsprechenden Landtagsabgeordneten. Es ist in der Tat so, auch wenn das manch einer nicht glauben mag, es ist 24 Stunden rund um die Uhr ein Polizeiwagen hier vor Ort. Das mag dem einen oder anderen nicht so vorkommen, weil man, wenn man gewisse Delikte meldet, es relativ lange dauern kann. Es ist aber so, und wer etwas anders behauptet, sagt etwas Verkehrtes. Also wenn wir eine 24-Stunden-Wache hätten, wo jemand in seinem Büro sitzen würde, glaube ich, würde sich die Situation, was die Rase anbelangt, auch nicht ändern. Wir sprechen ja von mehreren Rasen, das müssen wir ein bisschen zergliedern. Wir reden einmal von diesen, ja ich sag mal, Vollidioten, die dann in Bushäuschen reinrasen und in der Tat nicht wissen, was sie damit anrichten können. Ob hier präventive Maßnahmen helfen, wage ich mal zu bezweifeln, weil wenn selbst solche Unfälle und solche Ereignisse nicht dazu führen, dass die es sein lassen, dann weiß ich nicht, was noch passieren muss, damit man diese Leute erreicht. Ich habe selber mal versucht, eine Gruppe dieser Rase zu erreichen. Es ist sehr schwierig. Ich sage mal, das war relativ aussichtslos. Wir reden aber auch darüber, dass die Polizei diese Geschwindigkeitsmessung in diesen Bereichen durchführt. Ja, das hat sie getan. Der Erste, der vorbeifuhr, hat sein Handy in die Hand genommen, hat gesagt, Jungs, da steht die Polizei. Die anderen fuhren vorbei und haben freundlich gewunken. Ja, also insofern ist natürlich auch die Einsatzmöglichkeit der Polizei hier nur begrenzt gegeben. Wir reden aber auch, wenn wir über Raserei reden, über die kleineren Delikte, die sich abspielen vor Kindergärten, vor Schulen, in verkehrsberuhigten Bereichen. Und da sind es jetzt oft, sage ich mal, nicht, ich möchte jetzt nicht das wiederholen, was Christian Wegner gesagt hat, da sind es eigentlich ganz normale Menschen wie Sie und ich. Ja, da sind es Eltern, da sind es Väter, Mütter, manchmal auch junge Leute, die in verkehrsberuhigten Bereichen mit 30 fahren, die in Tempo-30-Zonen mit 50 und 60 fahren und sich, glaube ich, nicht der Tatsache bewusst sind, dass da Kinder unterwegs sind, dass Kinder eben nicht so auf den Verkehr achten wie Erwachsene, was man auch ab und zu feststellt bei älteren Leuten, gerade im Innenstadtbereich. Da, glaube ich, kann man mit Prävention eine ganze Menge erreichen. Und da sollten wir ansetzen, dass wir zunächst erstmal uns selber hinterfragen, fahren wir ordnungsgemäß, fährt der Nachbar ordnungsgemäß, und fahren die Eltern, die Kinder zur Schule bringen, ordnungsgemäß. Einen Punkt haben wir ja jetzt in Angriff genommen, da will ich auch nur meine Erfahrung vom heutigen Tage erzählen. Wir waren von Anwohnern angesprochen worden an der Bachstraße. Wir haben dort Rasereien festgestellt, bis zu 90 Stundenkilometern, das muss man sich mal vorstellen. Wir haben heute die Schwellen aufgebracht, oder beziehungsweise heute waren die Schwellen sichtbar. Die ersten Kommentare, die kamen, ja, da muss die Stadt sich schon mal warm anziehen, weil jetzt kommen entsprechend die Haftpflichtschäden. Und man fährt dann an die Schwellen dran, man fährt langsam drüber, anschließend geht die Raserei wieder los. Ich muss ganz ehrlich sagen, da zweifle ich dann in der Tat an dem Verstand solcher Menschen. Die sollten sich hinterfragen, ob sie nicht mehr für Verkehrssicherheit überhaben. Und solange wir die Leute nicht am Kopf erreichen, werden wir mit baulichen Maßnahmen auch nicht alles vollführen können. Ja, herzlichen Dank den Kandidaten soweit. Meine Damen und Herren, jetzt würde ich gerne Sie in die Pflicht nehmen. Nicht in die Pflicht nehmen, sondern Ihnen die Gelegenheit geben, Ihre Fragen zu stellen. Wir machen das ganz einfach. Wer etwas fragen möchte, hebt wie in der Schule kurz die Hand. Ich komme dann zu ihm, habe das Mikrofon dabei. Sie stellen sich kurz vor und stellen Ihre Frage. Nun bitte, 200 Leute sind da, Feuer frei. Na, da war er aber schon nicht schlecht. Ne? Vieles. Dann blicke ich mal nach rechts, meine Damen und Herren. Wir haben ja gesagt, dass wir die Veranstaltung heute auch im Internet übertragen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man da bereits auf die ersten Kommentare gestoßen ist. Zu Ihrer Linken, hinten verdeckt, hinter sehr viel Technik, meine Kollegin Klein, Regine Klein, und die Kollegen aus der Online-Redaktion. Habt ihr denn schon eine Frage? Reicht, bitteschön. Aha. Also, über unsere Homepage hat User Haki, ich kann das nicht lesen, 55, stellt folgende Frage. Die Stadt Oerkenschwick ist Haushaltssicherungsgemeinde. Wie sollen die Schulden abgebaut werden, ohne weitere einschneidende Belastungen für die Bürger? Wer möchte antworten? Heinz, bitteschön. Fange ich mal an. Ist ja mein Thema, Haushaltssituation. Ja, wie wollen wir die Schulden abbauen? Wir müssen es erstmal zunächst erreichen, erstmalig im Jahr 2016, zumindest in der Planung, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Hier allerdings noch mit der Landeshilfe von 3,6 Millionen Euro. Wir waren in der vergangenen Woche in Münster, nachdem wir für das Jahr 2015
unser Ziel verfehlen werden. Hier haben natürlich einige einschneidende Maßnahmen eine Rolle gespielt, die auch offenkundig waren. Das Asylbewerberproblem ist zurzeit ein Problem. Hier steuern Bundes- und Landesregierungen zurzeit nach. Der Mehraufwand in dem Bereich lag bei uns allein in diesem Jahr bei 700.000 Euro und die kann man nicht mal so ohne weiteres kompensieren. Ich hoffe mal, dass durch die Maßnahmen, die jetzt schon auf dem Beschlusswege sind, wir diese Lücke zumindest weitestgehend schließen können, in 15, in 16 dann mit Sicherheit. Ja, wir waren in der letzten Woche dort in Münster. Wir wurden dann gefragt, wie sieht es für 2016 aus? Wir werden 2016 einen in der Planung ausgeglichenen Haushalt aufstellen. Der ist auf Kante genäht, da verrate ich nichts Neues. Wir werden auch entsprechende Grundstückserlöse mit einsetzen müssen. Und es wird uns auch nach der jetzigen Planung gelingen, 2021 einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Dann allerdings ohne die Hilfe und im darauffolgenden Jahr beziehungsweise auch in den Jahren dazwischen gilt es dann mit den Überschüssen, die wir erwirtschaften, entsprechend die Schulden abzubauen. Das wird ein langer Prozess und ich glaube, dass es sinnvoll wäre, wenn sich Land und Bund überlegen, für die Kommunen noch ein bisschen mehr zu tun. Ich habe immer gesagt, als das Stärkungspaktgesetz kam, das ist eigentlich kontraproduktiv für uns. Wir mussten Steuern erhöhen, überproportional. Das ist ja in den Vergleichen nun auch heute schon häufig angeklungen. Und in Münster ist uns in der letzten Woche noch gesagt worden, ja, es gibt in der Tat schon Gemeinden, die liegen bei der Grundsteuer bei 1.200%. Das werden wir nicht mitmachen hier vor Ort. Das haben wir denen auch ganz klar dort vermittelt. Und ich glaube auch, dass wir keine politischen Beschlüsse mehr im Rat der Stadt Oer-Engschwick dazu werden erringen können. Also da stehen wir zunächst im Wort, dass wir keine weiteren Steuererhöhungen vornehmen und auf dem vorgeschlagenen Weg der Konsolidierung weitermachen, um dann sukzessive die Schulden abzubauen. Wird dazu von den anderen Kandidaten das Wort gewünscht? Bitte, Carsten Wehers. Ja, also gerne. Einschneidende Belastungen für die Bürger. Ja, also zunächst mal ist es gut, dass die Landesregierung Hilfe angeboten hat, indem sie den Gemeinden, die sparen heißt hier bei uns leider, dass wir die Bürgerinnen und Bürger mehr belasten müssen. Nur der Weg ist falsch. Also Hilfe ja, nur man kann nicht einen Standort wie Oer-Erkenschwick dadurch unattraktiver machen, dass man Kita-Beiträge, OGS-Beiträge, Steuern erhöhen muss, wo andere Gemeinden, die die Probleme nicht haben, dann wieder einen Standortvorteil haben. Also es werden Gelder angeboten, es wird gesagt, okay, wenn ihr die Maßnahmen nicht durchzieht, dann schicken wir euch den Sparkommissar. Das ist der falsche Weg. Also Hilfe ja, auch natürlich Sparmaßnahmen, nur nicht unter Androhung eines Sparkommissars und unter erheblicher Belastung der Bürgerinnen und Bürger. Und mein Vorredner hat es ja gerade gesagt, also es wird für weitere einschneidende Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger keine Mehrheit in diesem Rat geben und da sind wir auch nicht dabei. Christian Wegner, bitte. Okay. Ja, wir hörten gerade vom Kämmerer, dass wir einen ausgeglichenen Haushalt in 2016 zumindest im Plan hinbekommen. Also vielleicht mal zum letzten Jahr. Letztes Jahr haben wir 5 Millionen Verlust geplant und 12 Millionen Verlust realisiert. Normalerweise kenne ich Plan als wirklich als Zielmarke, die man anstrebt zu erreichen. Ich denke, es bringt nichts, wenn wir irgendwelche Luftschlösser in Zahlen bauen, die wir dann gar nicht planen zu erreichen. Ein Plan sollte ein Plan sein, den man auch erreichen will. Punkt 1. Punkt 2. Wenn wir zu dumm sind, die Potenziale der Einnahmen, die eine Stadt normalerweise hat, zu nutzen, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als systematisch alle lebenswerten Leistungen dieser Stadt nach und nach zusammenzustreichen. Das wird doch mal, auch wenn wir sagen, das wollen wir nicht, nö, das wollen wir überhaupt nicht. Nein, natürlich will es keiner. Aber es wurde der Schulbus abgeschafft, die Vereine werden mit einer Sportstätten-Nutzungsgebühr von 30.000 Euro belastet, aber auf der anderen Seite sind wir inzwischen bei einem Risikopotenzial von 60 Millionen Euro, weil wir in Schweizer Franken zocken. Das darf nicht sein. Das muss gestoppt werden. Ich halte es für absolut sträflich und es muss verboten werden, dass eine Stadt mit den Geldern, die durch Steuer erwirtschaftet werden oder noch schlimmer, die bei der Sparkasse als Kredite aufgenommen werden müssen, dass wir dann nach Hohensiebrich fahren und auf Rot setzen. Das darf nicht sein. Das wäre die erste Maßnahme, die ich verhindern würde. Wenn wir solche Verluste schon mal verhindern würden, dann ging es uns auch schon mal ein Stückchen vielleicht besser. Und das nächste ist, wissen Sie, die 30.000 Sportstätten-Nutzungsgebühr,
Das macht ja zum Beispiel beim FC ist es eine Summe von 3.600. Diese 3.600 ist die Frage, ob wir eine rote Zahl oder eine schwarze Zahl schreiben. Nochmal, da wird die Kinder- und Jugendarbeit gemacht, in den Vereinen, in den Verbänden. Da machen wir Sozialarbeit, aktive Sozialarbeit. Da vermeiden wir die Kosten von morgen besser, als wenn die Leute hier vom Einkaufszentrum auf der Straße rumlungern. Ich halte es für absolut verfehlt, dass wir sagen, wir schmeißen auf der einen Seite die Kohle so raus, indem wir unverantwortliches Handeln an den Tag legen und auf der anderen Seite holen wir uns dann das Geld über solche, ich sag mal, Kleinbeträge nach und nach beim Bürger wieder. Ja, irgendwo muss es hergeholt haben. Nochmal, ich plädiere dafür, lasst uns Gewerbe ansiedeln, lasst uns die Steuereinnahmen durch Gewerbe steigern. Das wäre mein Ziel. Josef Oehing. Ich bin mir bei zwei Sachen ziemlich sicher. Erstens, um den Sparkommissar zu vermeiden, werden wir wahrscheinlich doch drüber reden müssen, ob wir die Gewerbesteuer und die Grundsteuer irgendwann erhöhen. Wir werden natürlich an diesem Punkt, wie auch früher schon, dagegen stimmen. Also da, an dem Punkt bin ich mir ziemlich sicher, um den Sparkommissar zu vermeiden, werden wir noch die ein oder andere Kröte zu schlucken bekommen. Das Zweite ist, und das geht jetzt an den User aus dem Internet, OR Erkenschwick wird auf absehbare Zeit nicht in der Lage sein, mit seinem strukturellen Haushaltsdefizit alleine fertig zu werden, wie wir auch immer rechnen. Solange wir diese horrenden Sozialkosten alleine schultern müssen, werden wir es nicht schaffen, auf der anderen Seite so viel Einnahmen zu bekommen, dass wir damit leben können. Wir müssen, um aus diesem Schuldental rauszukommen. Was hast du an Kassenkrediten bis 177 Millionen kannst du gehen? Ne? Bis 105 Millionen. Das sind also, ne, das ist die Zahl, in der ein Kämmerer, um die laufenden Geschäfte zu finanzieren, Kredite aufnehmen kann. Das sieht dann faktisch so aus, dass der eine Kredit mit dem anderen Kredit dann abgelöst wird, aber bis zu einer Summe von 105 dürfen die auflaufen. Da verdient Erkenschwick nichts dran, da verdienen ausschließlich die Banken dran. Aber da sind wir im Augenblick existenziell darauf angewiesen, überhaupt die Straßenreinigung zum Beispiel irgendwie laufen zu halten. Also das tägliche Geschäft wird über diese Geschichte finanziert. Wir müssen gucken, dass wir von diesen Kassenkrediten runterkommen. Die einzige Möglichkeit, von diesen Kassenkrediten runterzukommen, ist einem Modell zu folgen, was also im Land Hessen praktiziert wird. Dort gibt es einen sogenanntes Schutzschirmgesetz, wo Gemeinden mit einem speziellen Vertragswerk die Möglichkeit bekommen, die Kassenkredite auf das Land zu übertragen. Das hat zur Folge... Ja, ist eine Weltbank. Hat zur Folge, dass die Landesregierung, um diese ganzen Schuldenberge also auch aufzunehmen, viel kleinere Zinsen zahlen muss als die Städte, die laufenden Kassenkredite. Und damit ist halt langfristig also auch ein besseres Geschäft für die Kommune und langfristig ein besseres Geschäft dann auch für das Land, was er finanziell am Schluss dafür einzählen muss, wenn die Kommune die Flügel strecken muss. Das Zweite ist, wir müssen es schaffen, zusätzliche Einnahmen dadurch zu generieren, dass wir uns mit allen umliegenden Gemeinden, denen es genauso schlecht geht wie uns, zusammenzusetzen und einen Plan zu entwickeln, wie wir die Landesregierung dazu kriegen, entsprechende Schuldenschnittinitiativen einzuleiten, wie wir die Bundesregierung dazu kriegen, im Länderfinanzausgleich anders zu gewichten und wie wir es eventuell schaffen, auch für das Bundesgebiet zusätzliche steuerliche Einnahmen zu generieren. Deswegen haben wir als Linke im Stadtrat den Antrag eingebracht und der wurde halt eben von der Mehrheit des Rats dann auch unterstützt, dass wir uns dem Bündnis Vermögensteuer anschließen. Das hätte zur Folge, also da sind mittlerweile, was weiß ich, über 200 Kommunen drin, viele Kreise, ist nur deutschlandweit, nicht weltweit. Dass wir den politischen Druck aufbauen, auf die Regierungsparteien alle Vermögen über 500.000 mit 1% als Vermögensteuer zu belasten, das wäre runtergerechnet für das Land Nordrhein-Westfalen eine jährliche zusätzliche Einnahme von 3 Milliarden Euro, die wir für unser Land und auch für den Schuldenabbau gebrauchen können. Fazit ist, in Erkenschwick haben wir unheimlich wenig, fast keine Möglichkeit, mit diesem Missstand fertig zu werden. Wir brauchen die Unterstützung der übergeordneten Instanzen. Wir brauchen den politischen Druck, der hier von unten aus gemacht werden muss, durch eine gemeinsame Geschichte aller Bürgermeister, auch wenn es sein muss, durch die Unterstützung der Bevölkerung, die sagt, wir stehen in dieser Frage hinter unseren Bürgermeistern. Dann mir, wenn ich Bürgermeister werde. Thorsten Fischer, das alles hört sich ein bisschen demotivierend an. Welche Idee hast du?
Ja, ich denke, Steuererhöhungen sollte uns klar sein, ist tabu. Wir können die Firmen, die vor Ort ansässig sind, nicht mehr weiter belasten, sonst wandern die auch noch ab. Und um Ausgaben zu senken, ist, glaube ich, auch nicht mehr viel Potenzial da. Wir müssen also kurzfristig dann sehen, dass wir Einnahmen erhöhen und da vielleicht auch mit den Firmen, die vor Ort da sind, sprechen, inwieweit die bereit wären, ein bisschen mehr zu investieren, indem man sie mehr motiviert, indem man schaut, was die Firmen wollen. Auch eventuell beim Jobcenter mal zu gucken, ob es da noch Möglichkeiten gibt, Leute in Arbeit zu bekommen. Ich denke, da gibt es auch noch einen Optimierungsbedarf. Meine Vorredner haben schon viele gute Sachen gesagt, aber ich glaube, einen Schuldenschnitt werden wir nicht bekommen und wir müssen uns, glaube ich, selber helfen. Und so wie ich die Ehrenstücker kenne, schaffen wir das auch. Nur wir müssen viel mehr miteinander reden und viel mehr sehen, dass wir gemeinsam Konzepte entwickeln. Und das können wir aus dem Rathaus nicht einfach rausbestimmen. Wir müssen mit den Bürgern das gemeinsam machen. Das Potenzial ist da. Es gibt verdammt gute Ideen. Ja, herzlichen Dank soweit. Meine Damen und Herren, ich gucke nochmal in die Runde. Ich sehe dort hinten einen jungen Mann. Kommen Sie mal mir ein paar Schritte entgegen. Vielleicht sind Sie so lieb, sagen zuerst Ihren Namen und sprechen dann den Bewerber direkt an, dem Sie Ihre Frage stellen möchten. Ja, ich bin der Jan. Meine Frage geht an alle. Ich möchte nochmal zurückspringen zur Sicherheit der Stadt. Und zwar weiß ich aus Erfahrung, weil ich selber im Sicherheitsdienst tätig war, dass wenn ein Sicherheitsdienst in einer Stadt vor Ort ist, es auch viel ruhiger in der Stadt ist. Weil wir haben die Kriminalität und den Vandalismus rund um den Berliner Platz ist ziemlich hoch. Wäre das eine Möglichkeit, vielleicht damit zu legen oder einen anderen Vorschlag? Fangen wir diesmal in Anführungszeichen hinten an. Thorsten, bitte. Dankeschön. Dankeschön. Ja, ich denke, das Sicherheitsgefühl zu verändern ist schon wichtig, weil wenn sich viele Leute nicht mehr in die Innenstadt trauen, ist das natürlich für die Geschäfte eine absolute Katastrophe, vor allen Dingen, wenn die Stadt einen Ruf bekommt, dass man hier belästigt wird oder angepöbelt wird oder nicht. Das geht nach hinten los. Wir wollen ja das Image der Stadt verändern und dazu gehört auch, dass sich jeder Bürger hier immer zu jeder Zeit wohlfühlt und wenn es 3 Uhr morgens ist. Solche Sicherheitsfirmen sind verdammt teuer. Ich weiß nicht, wie hoch die Kosten aktuell sind. Wie viel? Habe ich nicht verstanden. 50.000, Heinz, richtig? 70. Ja, das ist viel Geld und ich denke, wenn wir eine 24-Stunden-Polizeiwache haben und auch vielleicht mehr erreichen können, dass wirklich mehr Polizei vor Ort ist, können wir das auch erreichen. So, wir gehen einfach weiter. Josef, bitte. Ich breche jetzt mal eine Lanze für Erkenschwick. Erkenschwick ist auch nicht schlechter als alle anderen Städte drumherum. Also wir haben nicht das Image, dass wir ein kriminelles Städtchen sind, dass man hier nicht rein darf. Also das ist, glaube ich, nicht unser Problem. Unser Problem ist, dass wir nicht genug Geld haben, um zum Beispiel qualifizierte Sicherheitsdienste irgendwie rund um die Uhr und immer möglicherweise als Ersatz für die Polizei zu haben. Außerdem ist das letztendlich, wenn es uns gelänge, sowas zu tun, auch nur eine Notlösung. Ich plädiere weiterhin dafür, dass wir auf allen Ebenen auch mit persönlichen Anzeigen Druck dafür ausbauen, dass es wirklich zu einer vermehrten Polizeipräsenz kommt. Ich sehe das auch so, dass das Sicherheitsgefühl dadurch natürlich verstärkt wird, wenn man weiß, da hinten am Rathaus ist nachts auch ein Licht an, da kann man auch anrufen, dass die Sicherheit letztendlich groß erhöht, und da habe ich natürlich auch meine Zweifel. Aber wie gesagt, die zusätzliche Installation von Sicherheitsdiensten ist halt eben eine Kostenfrage und da verweise ich halt eben auf das, was ich eben zur Gemeindefinanzierung gesagt habe, ohne politischen Druck kein Pfennig mehr und da müssen wir halt eben auch mit schlechten Situationen umgehen lernen. Josef, danke. Christian Wechner. Ja, passiert selten, aber jetzt erleben Sie ja im Moment, dass wir uns einig sind für beide. 98%. Ja, nicht immer. Aber egal, sei es so, nein, ich denke mal, für das objektive Sicherheitsbefinden der Menschen ist die Polizei zuständig. Also insofern, ich bin gegen private Sicherheitsdienste in dem Bereich. Wenn es objektiv ein Problem mit Kriminalität oder sonstigen Problemen gibt, die strafbar zu ahnden sind oder die auch gelöst werden müssen, dann ist das eine hoheitliche Aufgabe, die durch die Polizei zu lösen ist. Das dokumentiert sich im Zweifel über die Statistik. Dass das subjektive Empfinden verbessert werden würde, wenn Patrouillen auf der Straße rumlaufen, mag durchaus sein, aber ehrlich gesagt, die Negativerscheinungen, die zum Teil damit auch einhergehen, die möchte ich nicht. Also insofern, nein, ich bin nicht für einen privaten Sicherheitsdienst. Carsten Wevers.
Ja, also ich glaube, dass es nicht nur das subjektive Empfinden ist, also auch Sachbeschädigungen etc. sind Straftaten, die hier vor Ort begangen werden. Das erlebt jeder im alltäglichen Leben. Aufgabe der Landesregierung ist es, hier für Sicherheit zu sorgen. Und wir haben gerade über Finanzen gesprochen. Oft ist es so, dass Land und Bund, ich will da jetzt keinen ausnehmen, Aufgaben auf die Kommunen drücken. Und wenn wir jetzt hier freiwillig sagen, ja, okay, wir stocken hier auf mit Sicherheitsdienst etc., dann hat sich das Land wieder mal auf kaltem Weg aus seiner Verantwortung gezogen. Und wir haben als Stadt wieder höhere Kosten zu stemmen. Und da werden wir diesen Haushaltsausgleich dann nie schaffen, wenn wir hier immer im Regen stehen gelassen werden. Hein Schnettger. Ja, die Sicherheit ein Thema. Muss ich auch sagen, was in den letzten Wochen an jeder Stelle, an der man auftaucht, immer wieder diskutiert wird. Die Probleme sind da und die werden wir auch sicherlich nicht mit einem privaten Sicherheitsdienst lösen können. Wir haben ja zunächst damit begonnen, in diesem Jahr mit 70.000 Euro einzusteigen in ein mögliches eigenes Sicherheitskonzept. Wenn man das aber realistischerweise halbwegs sinnvoll gestalten will, dann reden wir sicherlich über Summen, die jenseits der 250.000 Euro Grenze sind. Da muss man sich natürlich auch in der Tat fragen, da gebe ich dem Carsten recht, das Land zieht sich da aus der Verantwortung, wir könnten dann auch mit 250.000 Euro Polizeibeamte bezahlen, kämen dann auf das Gleiche raus und die hätten auch andere Befugnisse. Ich glaube, wenn man für das Sicherheitsempfinden sorgen muss, muss man auch hier präventiv tätig werden und man muss dafür sorgen, dass man die Probleme nicht verlagert. Wenn wir einen Sicherheitsdienst im Innenstadtbereich haben, der sich natürlich als gute Stube der Stadt darstellen soll, dann werden wir dieses Problem nicht lösen, wir werden es nur verlagern. Wir haben dann Sachbeschädigungen an den Schulen, wir haben Sachbeschädigungen an anderen Stellen im Stadtgebiet. Eine Lösung ist das nicht, das ist nur ein Ansatzpunkt, um den Bürgern zumindest im Innenstadtbereich ein Sicherheitsgefühl zu geben. Aber wie gesagt, ich glaube, mit 70.000 Euro kommt man da in der Tat nicht weit und man müsste wesentlich mehr Geld in die Hand nehmen, was wir zurzeit in der Tat auch nicht haben. Jan, ist damit Ihre Frage weitestgehend beantwortet? Herzlichen Dank dafür. Meine Damen und Herren, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass unsere Bürgermeisterfragerunde von immerhin 800 eingeloggten Menschen Tendenz steigend, jetzt sind es mehr als 800, verfolgt wird. Wir sind hier 200 im Saal, das macht 1000. Ich finde, das ist eine sehr respektable Zahl im Vorfeld einer Bürgermeisterwahl. Einer der User, die uns verfolgen, ist Gregor Gapischke, dem einen oder anderen bekannt. Vielen Dank für diese Meinungsäußerung. Der am weit entfernteste sitzt übrigens in Thailand. Das ist der ehemalige Gewerkschaftsführer der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, Gerd Schröder, sehr richtig, der Sie alle ebenfalls herzlich grüßen lässt. So, ich bin mir sicher, dass meine Online-Kollegen noch eine Frage aus dem Bereich Internet haben. Bitte schön. Christian Kamp fragt über Facebook. Was ist bildungspolitisch geplant? Zusammenlegung der Schulen der Sek 1 und Gründung einer Sekundarschule oder beispielsweise eine Gesamtschule? Meine Herren, wer möchte als Erster? Carsten Wevers, bitte. Ja, also Thema Schule ist ein schwieriges Thema, wo wir uns in Zukunft sicherlich durch den demografischen Wandel mit beschäftigen müssen. Nur eins müssen wir klarstellen, also so eine Diskussion loszubrechen, zu sagen, ja, viele Schülerinnen und Schüler verlassen uns in die anliegenden Städte, weil wir keine Gesamtschule haben, ist der falsche Weg. Also ich glaube, wenn wir hier vor Ort das Gymnasium abschaffen würden, das dreigliedrige Schulsystem, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, würden uns ebenso viele, wenn nicht noch mehr Schülerinnen und Schüler verlassen. Insbesondere die, die jetzt aufs Gymnasium gehen, würden sagen, okay, ich gehe nach Recklinghausen aufs Petrinum oder vielleicht nach Datteln aufs Gymnasium. Das ist keine Lösung. Und eine Lösung kann man nur gemeinsam mit Eltern und Schülerinnen und Schülern finden und gucken, wie wir uns in Zukunft da aufstellen. Also nur jetzt einfach zu sagen, Gesamtschule ist die Lösung für Oer-Erkenschwick, da halte ich nichts von. Wer möchte als Nächster? Okay. Einmal eben zu Ende reden und ich glaube auch, dass das Schulsystem ein Standortfaktor ist für die Ansiedlung von jungen Familien. Viele werden gucken, gibt es vor Ort ein Gymnasium, können wir da hinziehen, können meine Kinder aufs Gymnasium gehen oder nicht? Und da ist es ganz wichtig und da müssen wir sensibel mit umgehen und nicht nach außen hier verkaufen, ja, wir schaffen jetzt eine Gesamtschule und das ist die super Lösung. Ich glaube, dann werden uns viele junge Familien hier nicht
die Zustimmung geben, dass Sie hier investieren, ein Haus bauen und Ihre Familie hier vor Ort gründen. Carsten, hier darf natürlich jeder immer ausreden. Ja, wenn Sie applaudieren möchten, tun Sie das gerne. Ansonsten, Christian Wegner, bitteschön. Also wir sprechen uns grundsätzlich für ein längeres gemeinsames Lernen aus, bis zur 10. Klasse, vielleicht bis zur 8. Klasse. Und ich sehe schon, dass wir vor dem Hintergrund des demografischen Wandels wirklich über die Schulzukunft mal grundsätzlich nachdenken müssen. Ja, wir haben ein älteres System inzwischen und die Frage ist, warum haben wir nicht eine gemeinsame Schule, die die individuellen Stärken und Schwächen der Schüler dahingehend berücksichtigt, dass jeder zu seinem Abitur gelangen kann, auch wenn er mal in einem Bereich nicht gerade so hundertprozentig fit ist. Der eine mag in Mathematik nicht das sein, der nächste im sprachlichen Bereich. Warum soll das denn ein Hinderungsgrund grundsätzlicher Natur sein, nicht die Fähigkeiten zu fördern, die ein Kind hat? Also wir sind dafür, dass Kinder ihrem Potenzial entsprechend gefördert werden, dass auch unterschiedliche Niveaus der Förderung, also unterschiedliche Klassenformen für ein und dasselbe Schulfach sein kann. Der eine ist vielleicht in Deutsch in einer langsameren Klasse, aber dafür in Mathematik in der schnelleren Klasse und vice versa. Also gemeinsames Lernen, ja, wäre für uns ein ganz wichtiger Punkt. Gemeinsames, längeres Lernen, auch vor dem Hintergrund Inklusion. Okay, Josef Högen, bitte. Ich glaube, wir gehen verfehlt, würden verfehlt an der Diskussion rangehen, wenn wir ausschließlich den Punkt der Auspendelei zum Ausgangspunkt nehmen, um über Schule zu diskutieren in Erkenschwick. Mir geht es persönlich gar nicht bei der Schuldiskussion darum, den Generalangriff auf irgendein Schulsystem zu starten. Darum geht es nicht. Ich möchte die ganze Diskussion gerne nach vorne wenden, nämlich mit der Frage, welche Form von Schule sichert die bestmögliche Schulausbildung für das adäquat oder gerade die individuell vorliegende Potenzial eines jeden Schülers. Da muss ich Christian im Grunde genommen zustimmen. Wenn dabei herauskommt, eine Zahl noch, die mich an diesem Punkt irgendwie auch immer wieder stutzig werden lässt. Das, was ein gemeinsames Schulmodell interessant macht, ist die Frage der Durchlässigkeit. Also wie kann man letztendlich beim Schulziel ankommen? Das, was im augenblicklichen dreigliedrigen Schulsystem interessant ist, ist, dass wir in der Durchlässigkeit nach oben vergleichsweise ein Drittel haben, aber in der Durchlässigkeit nach unten haben wir zwei Drittel von Schülern, die nach unten durchgereicht werden. Und das ist natürlich für jedes einzelne Kind eine ziemlich massive Erfahrung, eine Schule verlassen zu müssen, weil es schlecht ist, ne, darunter zu gehen. Und das haut jede Schulkarriere möglicherweise, ist ein großes Problem. Und dann wieder den Beinen und den Füßen unter die Beine, Beine auf die Erde zu kriegen, ist für die jeweilige Schule unheimlich schwer. Also ich möchte ein Schulsystem, was den individuellen Neigungen und Interessen der Schüler eine möglichst optimale Förderung gedeihen lässt, damit es im späteren Leben, im späteren Berufsleben die besten Startchancen bekommen kann. Ich tendiere auf dem, was ich vom Schulsystem weiß, natürlich auch in Richtung eine Gemeinschaftsschule. Und für mich ist der wesentlichste Punkt, wie kriegen wir jeden Einzelnen an optimalen Bildungsstand und nicht, welche Schule muss weg. Okay, herzlichen Dank. Thorsten Fischer, bitte. Boah, Josef, du kannst reden, herrlich. ich mache es ein bisschen kürzer als meine Vorredner. Ich denke, das Schulsystem, was wir jetzt haben, hat sich eigentlich über Jahrzehnte bewährt. Aber ich weiß nicht, ob Bedarf da ist von den Eltern. Und ich weiß auch nicht, was jetzt mit den Flüchtlingskindern in Zukunft noch sein wird, wie viele Kinder da demnächst auf uns zukommen. Bisher haben wir ja viele Grundschulen schließen müssen. Müssen wir gucken, wie sich die Situation bei den Flüchtlingskindern entwickelt, wie viel auf uns zukommt und ob wir tatsächlich wieder Schulen reaktivieren müssen, weil die Klassenstärken dürfen nicht größer werden. So ganz kurz, wie versprochen. Herzlichen Dank. Heinz Schnettger. Ja, bevor ich meine Vorstellung darlege, muss ich zwei Dinge erstmal vorweg sagen. Also wir haben mit der Hauptschule, mit der Realschule, auch mit dem Gymnasium drei ganz hervorragende Schulen, die eine gute Bildung vermitteln und die ganz hervorragend hier positioniert sind. Ich denke, das muss man erstmal vorweg sagen. Der zweite Punkt ist der, dass ich mich persönlich überhaupt nicht kompetent genug fühle, feststellen zu können, welche Schulform für die Kinder die geeignet ist. Aber man muss ehrlich bleiben und das will ich auch versuchen zu tun. Wenn man eine andere Schulform zu diesem dreigliedrigen Schulsystem einführt, ist aufgrund der Schülerzahlen, die wir hier vor Ort haben, eines klar.
irgendwelche Schulformen bleiben auf der Strecke. Bei der Sekundarschule wird es wahrscheinlich die Hauptschule und die Realschule sein. Bei einer Gesamtschule wissen wir, werden es alle drei Systeme sein. Was aber es uns nicht verbieten sollte, offen mit denen, die betroffen sind, also Eltern und Schülern, darüber zu diskutieren, wie sieht die Schullandschaft in der Zukunft aus, wie ist sie gewünscht. Es dürfte auch nicht verboten sein, sich mal auch in den Nachbarstädten umzuhören. Gibt es vielleicht die Möglichkeit der interkommunalen Kooperation? In ländlichen Gebieten ist das an der Tagesordnung, dass eine Stadt eine Hauptschule offen hält, eine andere Stadt beispielsweise eine andere Schulform anbietet. Und ich glaube, bei den Entfernungen, die wir beispielsweise nach Datteln haben, also ich kann mich an meine eigene Schulzeit erinnern, da gab es noch kein Gymnasium in Neuengeschwick und dann gab es zwei Möglichkeiten, entweder man fuhr nach Recklinghausen oder man fuhr nach Datteln zum Gymnasium. Und ich glaube, dass wenn man mit den Nachbarstädten mal ernsthaft Gespräche führt, ich habe mal mit dem Bürgermeister von Datteln dieses Thema angeschnitten, dann kann man hier sicherlich auch noch nach weiteren Lösungen suchen, die man dann in die Diskussion einbringen kann. Und ich kann an dieser Stelle sagen, bei den Förderschulen tun wir das schon lange. Da haben wir Kooperationen im Ostfest, was Förderschulen verschiedener Lernrichtungen anbelangt. Und ich glaube, das könnte auch ein Mittel sein, um einerseits die Schulform vor Ort zu halten und trotzdem vielleicht weitere Schulformen anzubieten. Dankeschön. Soweit zum Thema Schule. Ich schaue noch mal in die Runde. Hier vorne ging ein Finger hoch. Bitte schön. Also mein Name ist Wilfried Zerfers, 87 Jahre alt. Ich habe seit 64 Jahren den Führerschein. Habe in dieser Zeit 18 Jahre als Tankwagenfahrer gearbeitet und ca. 3 bis 4 Millionen Kilometer unfallfrei zurückgelegt. Ja? Und noch keinen Punkt in Flensburg bis heute. Ich achte im Straßenverkehr auf alles. Ja? Und jetzt wollte ich nur sagen, wie man den Rasern das Handwerk legen könnte. Wir haben hier in Erkenschwick 2 Blitzgeräte, einen an der Asenstraße und einen an der Hornburger Straße. Wie wäre das denn gewesen, wenn man mehrere Blitzgeräte aufstellen würde? Dann würde diese Raserei von selber aufhören. So, das wollte ich dazu sagen. Und noch was. Am 9. Mai dieses Jahres, ja, wenn ich jetzt nicht diese Erfahrung gehabt hätte, wäre meine Frau und ich heute nicht mehr da. Hätte sie mich totgefahren. Ich fuhr die Klein-Erkenschwicker Straße hoch als Linksabbieger. Ich wollte in die Stirnbergstraße einbiegen. Vor mir auch ein Wagen, auch links, der wollte auch links abbiegen, aber er musste stehen bleiben wegen dem Gegenverkehr. Als der Gegenverkehr stehen blieb, ist er links abgebogen. Wäre ich auch links abgewogen, wäre ich tot. Wissen Sie, ich gucke nochmal nach rechts. Und was meinen Sie, was passiert ist? Da kommt von rechts einer mit 70 Sachen vor mir und fährt vor mir über die Kreuzung. Wäre ich abgebogen, wären wir beide. Gott sei Dank, dass Sie so aufmerksam waren. Ich nehme die Anregung mit den stationären Starrenkästen nochmal rüber. Ist jemandem aus dem Podium bekannt, ob es da Überlegungen seitens des Kreises gibt, weitere stationäre Starrenkästen im Stadtgebiet von Neuengeschwick aufzustellen? Bitte schön. Also ich glaube, das ist zurzeit nicht geplant. Das wäre sicherlich eine adäquate Lösung. Also ich kenne das von anderen Bundesländern, da nerven diese Starrenkästen schon und man muss sich wirklich konsequent an die Geschwindigkeit halten. Aber wie gesagt, ich hatte ja vorhin das... Ja, in der Tat, das ist einfach so. Ich hatte vorhin ja erwähnt, dass man mit baulichen Maßnahmen ja auch zu einer Reduzierung der Geschwindigkeit beitragen kann. Aber es ist immer so, da wo diese Dinger nicht sind und wenn man weiß, dass sie da sind, verhält man sich dort korrekt und an anderen Stellen nicht. Und Sie können mir glauben, was die Sensibilität von Verkehrssicherheit im Straßenverkehr anbelangt, da bin ich selber ein gebranntes Kind. Das ist mir ein besonderes Anliegen, dieses Thema. Aber weitere Starrenkästen seitens des Kreises sind nicht geplant. Wird von weiteren Podiumsteilnehmern das Wort gewünscht? Christian Wechner, bitte. Also ich fand den Vorschlag super gut, vor allen Dingen, ich weiß, dass es einige Städte auch machen. Das Teure ist ja die Kamera da drin. Dass es einige Städte auch machen, einfach solche, also mehr Kästen aufzubauen und dann die Kamera immer irgendwo wandern zu lassen, sodass die Verkehrsteilnehmer nicht wissen, wo gerade geblitzt wird. Das halte ich für eine gute Maßnahme. Kostet nicht viel, sind nur ein paar viereckige Kästen, führen aber dazu, dass die Leute sich disziplinieren. Ja, ist gut. Das ist ja kreisweit auch üblich. Nicht? Für die rund 20 Standorte gibt es, glaube ich, auch nur 2 Kameras. So, ich blicke nochmal in Richtung meiner Online-Kollegen. 800 Besucher im Netz, da gibt es sicherlich noch eine Frage. Bitte schön. Sebastian Löw über Facebook. Mich würde interessieren, jetzt kommen wir dazu,
ob es Bestrebungen gibt, das Freibad für die Bürger wieder attraktiver zu machen. Da fragen wir mal als erstes zu dem Thema Josef Oehing, der auf seinen Wahlplakaten stehen hat, Spaßbad muss bleiben. Josef Oehing, wie würde denn ein Bürgermeister der Linkspartei mit genau diesem Thema, Freibad, Spaßbad, ja, und damit sind wir bei Maritimo, umgehen? Bitteschön. Als in der Jahrtausendwende das Maritimo geplant wurde, 98 war, glaube ich, der Ratsbeschluss, wo beschlossen worden ist, wir nehmen 36 Millionen D-Mark auf, um dieses Teil zu bauen, mit dem Ziel, durch eine geschickte Verlagerung von Geld zwei Sachen möglich zu machen. Erstens, wir bezahlen weniger für die Frei- und Schwimmmöglichkeiten in Oer-Erkschwick langfristig und wir schaffen es auch, das alte Hallenbad hier gegenüber sozusagen zu ersetzen. Und der Plan war, mit den Einnahmen aus den Pachten vom Maritimo sowohl in der Lage zu sein, die notwendigen Maßnahmen zum Aufrechterhalten dieses Baus mitfinanzieren zu können und gleichzeitig die Kredite, die man aufgenommen hat, für das Maritimo bezahlen zu können. Diese Rechnung ist nach hinten losgegangen und die Erkenschwicker haben es letztendlich bezahlt. Erstens mit der Abschaltung des Warmwassers, könnte ich zur Not noch mit leben, und zum Zweiten mit einer Öffnungszeit, die man, glaube ich, irgendwie telefonisch nachfragen muss, auch im Hochsommer. Und drittens mit einem tendenziellen, sage ich jetzt mal nicht Verfall, weil verfallen ist halt noch nicht, aber vielen baulichen Mängeln im Maritimo. Das sollte anders sein. Der ursprüngliche Plan war, wir haben eine Sauna und finanzieren uns damit die Badlandschaft. Das war letztendlich im Grunde genommen zu der Zeit keine gute Rechnung, die vor allen Dingen nicht im Auge hatte, dass wenn Geld irgendwo verdient wird, es nicht freiwillig in eine Ecke geht, wo es nicht verdient wird. Und die Ecke, wo es nicht verdient wird, ist das Spaßbad und das Freibad. Und deswegen ist dort auch nicht allzu viel gelaufen. Die notwendigen Renovierungen, um den Betrieb einigermaßen aufrechtzuerhalten, waren da. Aber zur Erweiterung des Angebots, zur Attraktivitätssteigerung ist letztendlich so viel nicht gelaufen. Um dieses Dingen umzudrehen, muss es möglich sein, wirklich dafür zu sorgen, dass eingenommene Gelder von der einen Seite in die Subvention in die andere Seite gehen. Und ich frage mich gerade, warum das eine private GmbH letztendlich machen soll, die dafür da ist, um Geld zu verdienen und nicht dafür da ist, Oer-Erkenschwick ein schönes Bad zu organisieren. Deswegen ist die grundsätzliche Lösung, die wir anbieten, die wir auch irgendwie schon in Ratsanträgen eingebracht haben, dass wir sagen, wir als Stadt brauchen wieder die Kontrolle, die komplette Kontrolle über dieses Bad. Damit ermöglicht es uns wirklich Einnahmen, die da sind. Die sind zwar nicht so hoch, wie ich früher angenommen habe, aber Einnahmen, die da sind, wirklich in den Freibad und in den Spaßbereich zu packen. Um die Attraktivität zu steigern, um auch ein Angebot für Familien zu machen mit kleinen Kindern, halte ich es für dringend erforderlich, den Spaßbadbereich nicht zugunsten des Saunabereichs aufzugeben, sondern den Spaßbereich zu renovieren, damit man kleinen Kindern halt immer reingehen kann und die an den Schwimmbetrieb und an das Schwimmen selber gewöhnen kann. Deswegen steht auf unseren Plakaten, das Spaßbad muss bleiben, es muss mit dem Maritimo in eine andere Richtung gehen und die einzige Möglichkeit ist, dass die Stadt die komplett Kontrolle über dieses Teil wieder übernimmt. Danke, Josef Oehing. Thorsten Fischer nickt mit dem Kopf. Bitte schön. Ja, ich denke, was Josef da gesagt hat, ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, wie wir mit dem Maritimo demnächst vorwärts kommen. Wenn die Gelder privatisiert werden, die Gewinne, dann haben wir ja nicht so viel davon. Und ich weiß, ich kenne den Zustand des Maritimos selber auch, sowohl den Saunabereich als den Spaßbadbereich. Das Spaßbad ist im Vergleich zu anderen Städten schon ein bisschen mager. Also ich denke, da könnte man noch was tun, aber wichtig ist, dass es natürlich erhalten bleibt. Für viele Erkenschwicker war der Verlust des Hallenbades schon schlimm, weil das sehr zentral lag. Es war günstig, da zu schwimmen. Und bis oben zum Maritimo zu fahren, ist dann schon ein bisschen weiter, gerade wenn man auf die Busse angewiesen ist. Aber das ist noch okay, Hauptsache es bleibt was. Nur ich denke auch, die Stadt sollte das wieder komplett unter eigene Hand bekommen. Carsten Webers hatte sich gemeldet, bitteschön. Ja, also die Frage ging jetzt eigentlich in erster Linie in Richtung Freibad. Also Sebastian Löw fragt hier, wie man das Freibad attraktiver machen kann. Also dieses Freibad ist deutlich älter als ich, über 40 Jahre alt. Und wurde in einer Zeit 46.
ja, 46 Jahre alt und wurde in einer Zeit gebaut, wo das Freizeitverhalten der Menschen ein anderes war. Ja, ich kann mich daran erinnern, als ich Kind war, da waren da 25.000 Leute, die kamen aus dem ganzen Ruhrgebiet zu uns und sind in dieses Freibad gegangen. Heutzutage hat jeder so einen Pool im Garten oder fährt an irgendeinen See oder an so ein künstlich angelegtes Naturfreibad. Dieses Freibad ist für unsere Verhältnisse hier vor Ort, für die heutige Zeit, überdimensioniert. Wir haben riesige Wasserflächen, geht ja auch Wasser verloren, was viel Geld kostet. Energiekosten sind gestiegen. Also wir halten da ein Freibad vor, was für unseren Bedarf überdimensioniert ist. Deshalb muss man sich in Zukunft überlegen, wie geht man mit dem Freibad um? Man muss die Flächen verkleinern. Also wir haben da riesige Liegewiesen, da können wirklich 25.000 Menschen liegen. Die brauchen wir nicht mehr. Wir haben riesige Wasserflächen, die wir nicht brauchen. Also heutzutage, wenn das Freibad gut besucht ist, sind 3.000 Menschen da. Dann ist es aber wirklich sehr gut besucht. Und deshalb muss man schauen, ob man es in Zukunft hinkriegt, dieses Freibad kleiner zu gestalten und an das Freizeitverhalten der Menschen anzupassen. Dieses Freibad in der Form, wie es jetzt dort ist, können wir auf Dauer so nicht betreiben. Deshalb müssen wir eine kleine abgespeckte Form schaffen. In Olfen läuft das gut mit diesem Natursee. Jetzt fragt man mich natürlich, wie wollen Sie es finanzieren? Habe ich im Moment keine Antwort drauf, bin ich ganz ehrlich. Aber wir müssen gucken, dass wir irgendwie von diesem riesigen Freibad wegkommen und das Ganze verkleinern. Christian Wichner, bitte. Ich höre gerade, das Freizeitverhalten hat sich geändert. Das wird immer wieder gesagt. Ich glaube, nein. In Olfen ist das Freizeitverhalten verdammt nochmal genauso, wie es bei uns vor 20 Jahren war. Da haben die zum Beispiel 80% Dauerkarten verkauft. Warum? Ja, also das heißt, die Leute nehmen es gerne an, solche gut betriebenen Bäder wahrzunehmen. Wenn A, die Öffnungszeiten kalkulierbar sind, B, die Preise nicht prohibitiv gesetzt sind, C, die Tarife für Familien, gucken Sie sich bitte heute die Preisstruktur an, ich halte es für einen hohen. Eine junge Familie, wie soll sie sich das denn leisten können? Früher hatten wir Halbjahreskarten, wir hatten Jahreskarten, wir hatten Familienkarten etc. etc. Ja, ich denke mal, da kann man wieder hinkommen, denn ein Freibad hat sich noch nie über den Eintritt verdient. Ich kann mich an die Zeiten erinnern, wo der Betreiber des Freibads mit großen 10-Liter-Eimern voll Markstücken da rausgegangen ist und die kamen von Eis, Pommes, Cola und Co., aber nicht vom Eintritt. Also insofern, man kann ein Freibad erfolgreich betreiben, wenn man es möchte. Allerdings, man kann es auch kaputt gehen lassen, wenn man andere Prioritäten in seinem Unternehmen setzt. Und hier bin ich wiederum bei dem Thema, ich bin auf jeden Fall kein Anhänger einer viel zu häufig gesehenen Schema, welches in vielen Städten, die von dir besagten Nachbarstädte oder unsere Stadt, dieses Gewinne werden privatisiert, Verluste werden sozialisiert. Das genau möchte ich nicht. Und ich denke mal, wir werden hier sehr detailliert einsteigen müssen. Ich möchte eine Wohnstadt für junge Familien behalten und junge Familien sollen ein gutes Angebot auch im Freizeitbereich bekommen. Und es ist auch eines unserer wirtschaftlichen Ziele, eine sanfte touristische Nutzung am Rande der Hart durchzuführen. Da ist gerade dann ein Freibad ein Riesenfund. Also in Gottes Namen, machen wir doch bitte nicht den Fehler, eine gute Infrastruktur kaputt zu machen, nur weil wir zu blöd sind, sie im Moment so richtig zu betreiben. Hans Schnettger, bitteschön. Also ich glaube in der Tat, da muss ich dem Carsten recht geben, das Freizeitverhalten der Menschen hat sich geändert. Ich hatte erst Männchenverstand. Früher war es so, die Jungs gingen dahin, weil die Mädchen da waren. Und ich glaube, da haben sich inzwischen mehrere Versammlungsorte aufgetan, wo so etwas geschieht. Das Freizeitverhalten führt im Ergebnis aber nicht dazu, dass die wirtschaftliche Situation bei dem Betrieb eines Freibades sich so darstellt, wie es ist. Das war auch vor 20 Jahren schon so. Regelmäßig hat man Verlustbeträge eingefahren zwischen 750.000 und 1 Million Euro. Das muss man auch wissen, wenn man darüber diskutiert. Und deswegen glaube ich, auch weil meine Eltern mir gesagt haben, du sollst immer ehrlich sein, glaube ich nicht daran, dass wir das Freibad in dieser Größenordnung dauerhaft werden betreiben lassen können. Und wir werden es schon gar nicht selber betreiben können. Allein die unterschiedlichen Strukturen bei einer Betreibung durch die Stadt selber, was die Tarifstruktur und die Arbeitszeiten von öffentlich Bediensteten anbelangt, würden im Ergebnis dazu führen, dass der Zuschussbedarf für diesen Teil noch mal deutlich steigen würde. Und deswegen glaube ich, liegt unsere Chance darin und so ist auch die augenblickliche Diskussion zur Beschlusslage, dass man mit dem jetzigen Betreiber auch weitermachen will.
Die Probleme, die wir dort haben, sind natürlich noch vielschichtiger. Wir haben einerseits die Gewährleistungsmängel noch aus der Bauphase heraus und wir haben die Situation, dass der Betreiber sich wirtschaftlich anders positionieren will, was das Freizeitbad anbelangt. Da gehen unsere Meinungen zumindest städtischerseits und betreiberseits noch ein Stück weit auseinander. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir den Freizeitbadbereich versuchen zu erhalten. Ich sage bewusst versuchen, das werden die nächsten Wochen und Monate zeigen müssen. Und die Ideen, die es fürs Freibad möglicherweise gibt, mit Verkleinerung der Wasserfläche, anderweitige Nutzung der dann entstehenden Freiflächen, ja, die hatten wir sogar schon im Jahre 2001, als es mit dem Bau begann. Da war geplant ein Badesee. Die Herstellungskosten lagen seinerzeit schon bei rund 5 Millionen D-Mark. Das ist natürlich eine Hausnummer und da muss ich auch sagen, da fehlt mir im Moment auch noch so ein bisschen die Fantasie, wie man einen Bereich mit Investitionen unterfüttern kann, der sich später wirtschaftlich dadurch auch nicht wesentlich besser darstellt. Also ich glaube, es wird uns nur gelingen, Freibad und auch Freizeitbad zu erhalten, wenn wir dem Betreiber die Möglichkeit geben, das Geld an der anderen Stelle zu verdienen. Und ich glaube nicht daran, dass wir, und wünsche mir das auch nicht und hoffe nicht, dass es so weit kommt, dass wir irgendwann mal dieses Bad oder vor der Situation stehen, dass wir sagen müssen, entweder betreiben wir das Bad selber weiter oder wir schließen es. Wir müssen zurzeit mit diesem Betreiber weitermachen. Carsten, deine Wortmeldung hat noch Aktualität oder? Okay, gut. Dann gehe ich mal, ja, zwei Wortmeldungen. Die beiden schaffen wir noch. Vielleicht, Herr Schmidt, kommen Sie mir ein Stück entgegen. Nicht, weil ich lauffaul bin, sondern weil es dann schneller geht. Bitte schön. Ja, mein Name ist Helmut Schmidt, deshalb geht die letzte Frage vielleicht an Herrn Schnittka. Erstmal möchte ich etwas Positives mit einbringen. Ich glaube, dass die Zivilgesellschaft mehr gefordert wird. Wir reden immer über Zahlen, über Dinge. Ich arbeite seit 18 Jahren freiberuflich als Künstler, mache dies und das auch in Erkenschwick und wohne hier seit 3 Jahren wieder, hatte früher ein Atelier in den 90er Jahren auf dem Zechengelände. Und beobachte das so ein bisschen als Maler von außen und jetzt wieder als Erkenschwicker von innen und will mich auch engagieren. Nur mal so vom Hintergrund. Ich glaube, diese kleine Demonstration in Erkenschwick hat gezeigt hier, dass die Menschen hier wieder auch für ihre Stadt begeistert werden können. Hier standen 1000 Menschen auf der Straße. Ich war also wirklich gerührt. Und ich glaube, dass die Zivilbevölkerung und die Bürger wieder mehr gefordert sind, auch Dinge zu tun. Wir reden immer über Zahlen. Ich arbeite seit 18 Jahren nur mit Sponsoren, und weil im Bereich Kunst nicht investiert wird. Und ich habe zahlreiche Projekte an der Schule, auch hier in Erkenschwick an der Haupt- und an der Förderschule. Kein junger Mensch, und das ist im Altersspektrum zwischen 10 und 16, ungefähr 100 Jugendliche, mit denen ich mich beschäftige. Ich habe auch eine Brücke in Rapen gemietet, um mich dazu einzubringen. Möchte hier wohnen bleiben. Also die meisten wollen hier nicht wohnen bleiben. Das ist eine Katastrophe. So, und wenn die Menschen in Erkenschwick nicht dafür sorgen, dass sie wieder stolz auf ihre Stadt sind, dann wird dieser Prozess weitergehen. Und der ist auch nicht mit Geld zu stoppen, sondern die Zivilgesellschaft ist wieder gefordert, in vielen Bereichen, sei es bei Flüchtlingen oder bei Investitionen. Und ich glaube, dass viele Dinge wieder möglich sind, wenn man eine Stiftung gründet, weil man redet immer über die 1700 Menschen, die wirklich keine Arbeit haben. Man redet nicht über die 10.000 bis 15.000 Leute hier, die gut verdienen. Die arbeiten oft hier nicht in Erkenschwick. Die wohnen außerhalb. Ich kenne einige Unternehmer, die innerhalb hier wohnen, die auch Dinge unterstützen. Das ist vielleicht eine neue Zielsetzung der Bürgermeister hier. Wo will die Stadt überhaupt hin? Diese Ziele muss man definieren. Das ist auch letztendlich die Frage an alle Kandidaten, wie sie kreative Menschen aus der Stadt und aus dem Umfeld mit ins Boot holen, vielleicht sogar bezahlen, um kreative Ideen einzubringen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ganz kurz an Herrn Schnittka, warum ist es möglich, in einer Haushaltssicherungsgemeinde, also ich bin im ganzen Kreis Recklinghausen künstlerisch unterwegs, auch in Recklinghausen leuchtet und, warum ist es in einer Haushaltssicherungsgemeinde möglich, mit Geld zu spekulieren? Das ist eine Frage, da habe ich also wenig Wissen. Und warum ist es möglich? Man redet von Kaufhaus Klemm und hier stehen 40 Wohnungen leer von einem Privatinvestor seit 15 Jahren, glaube ich. Also ich hatte mein Atelier 99 hier und da bewegt sich gar nichts. Darunter ist die Bibliothek, irgendwann wird es durchregnet, weiß ich nicht. Ist eine städtische Geschichte. Das ist für mich ein Skandal,
dass Leute untergebracht werden irgendwo im Hotel und hier stehen 40 Wohnungen leer. Also das geht gar nicht, was wohnungswirtschaftstechnisch läuft. Gut. Und wie wollen die Kandidaten kreative Leute ins Boot holen, von mir aus ehrenamtlich oder auch bezahlt, um wirklich Dinge anzugehen? Weil es geht nur mit Kreativität und mit der Beteiligung der Bürger, vielleicht in einer Stiftung. 10.000 Gutverdienende, 100 Euro im Jahr sind 1 Million. Und was ich damit machen kann, könnte ich jetzt ein bisschen ausschweifen. Danke. Herr Schmidt, erstmal herzlichen Dank. Ich denke, das waren zwei unterschiedliche Komplexe. Vielleicht beginnen wir mit dem Thema Wohnungswirtschaft. Da schwang auch so ein Stück weit Flüchtlingsunterbringung eine Rolle. Auch wir als Zeitung werden immer häufiger gefragt, warum bringt man Flüchtlinge nicht in genau den von Herrn Schmidt beschriebenen Wohnungen hier am Berliner Platz in der Neuen Mitte unter? Herr Schnettker, bitte. Ja, also fangen wir mit der Flüchtlingsproblematik an. Wir haben ja in den letzten Wochen in der Tat gesehen, wie die Oergenschwicker wirklich sind. Also da waren viele Emotionen bei der Begrüßung der Flüchtlinge, als sie die Notunterkunft bezogen haben. Und die Aktion, die entstanden ist aus einer Gegendemonstration gegen rechte Gewalt, da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat einen emotional wirklich berührt und das fand ich ganz toll. Und da kann man auch nur allen danken, die daran mitgewirkt haben. Ebenso kann man nur allen danken, die hilfsbereit sind, die spendenbereit sind. Manchmal ist das so viel Hilfe und Spende, dass man gar nicht mehr weiß, wie man damit umgehen soll. Was die Unterbringung von Asylbewerbern anbelangt im Stadtgebiet, ist es unser erklärtes Ziel, diese überwiegend dezentral unterzubringen, das heißt in Wohnungen. Wohnung heißt aber auch, wir sind selber kein Wohnungsbauunternehmen als Stadt. Wir sind darauf angewiesen, dass uns private Immobilienbesitzer entsprechende Wohnungen anbieten. Und da macht man relativ unterschiedliche, überwiegend aber leider Gottes immer noch negative Erfahrungen. Manche Eigentümer melden sich bei der Stadt und sagen dann, ich habe da eine Wohnung, die könntet ihr anmieten. Ja, das können wir tun. Und wenn wir dann sagen, was wir damit vorhaben, dann sagt derjenige so 2 Wochen später, ich habe mir das überlegt, die Wohnung ist schon vermietet. Das ist in der Tat ist eine Realität. Warum geht es in der Neuen Mitte nicht? In der Neuen Mitte gestaltet sich das ein bisschen anders. Die Wohnungen gehören uns nicht, die gehören einem privaten Investor, der seinerzeit den gesamten Komplex erstellt hat. Und dieser Investor... Wer ist das? Das ist der Herr Frehe, das ist ja kein Geheimnis. Und der Herr Frehe kümmert sich um diese Wohnung und zurzeit versucht er, diese Wohnung zu veräußern. Jetzt muss man natürlich dazu wissen, dass diese Wohnungen seinerzeit mit öffentlichen Mitteln gefördert wurden. Und das heißt, für jeden Erwerber, wenn er die erwerben will, muss er erstmal die öffentliche Förderung zurückzahlen. Wir können jetzt einen Diskurs führen. Das nützt nichts, das gehört uns als Stadt nicht, da können wir nicht eingreifen. Ich weiß, dass wir hier über öffentliche Fördermittel in siebenstelliger Höhe. So, und wenn derjenige keinen entsprechenden Erwerber findet, der mit den Wohnungen was macht, wir sind da auf einem guten Wege, wir begleiten das als Stadt auch bauplanerisch, bauordnungsrechtlich. Inzwischen haben wir auch, ist es uns gelungen, die entsprechenden Düsseldorfer Ministerium an den Tisch zu holen, die möglicherweise dem Erwerber, ich muss jetzt immer ein bisschen vorsichtig sein, weil das sind ja teilweise Dinge, die ich nicht kundtun darf, die dem Erwerber es aber ermöglichen, mit weiteren Fördermitteln diese Wohnung umzugestalten. Ob er uns die dann möglicherweise zur Verfügung stellt, das kann ich zurzeit nicht sagen, aber die Größe dieser Wohnung, wie sie entstehen soll, wird sich dafür sicherlich nicht unbedingt anbieten. Herr Schnettker, soweit erstmal herzlichen Dank. Herr Schmidt, ganz aufklären können wir das natürlich nicht. Mit Blick auf die Zeit frage ich, wird zu genau diesem Thema noch das, ich komme gleich zu dem zweiten, zu dem Thema noch das Wort gewünscht. Meine Bitte ist wirklich kurz. Bitte schön. Christian Wegner. Also für mich ist es nur wieder ein Beispiel. Gewinne werden privatisiert, Verluste werden sozialisiert. Nochmal, da hat sich ein Investor die Gewinne aus öffentlichen Töpfen bereits in die Tasche gesteckt und hatte nie die reale Absicht, überhaupt zu vermieten. Das geht nicht und das ist eine Unverschämtheit. Und wir sollten uns hüten, solche Investoren zukünftig in die Stadt zu holen. Okay, klare Aussage. Zweites Themenfeld von Herrn Schmidt war sehr, sehr heikel und kompliziert mit der Bitte um, ich weiß, unter anderem Steckenpferd oder ein Lieblingsthema, es geht aus einem Flyer hervor von Christian Wegner. Mit Blick auf die Zeit eine ganz kurze Antwortrunde, Derivatgeschäfte, vielleicht Christian Wegner, erklären Sie als erstes mal, was das ist, aber in der gebotenen Kürze zum Sachstand der Dinge, vielleicht dann gleich Heinz Schnettger. Was ist Ihre politische Meinung dazu? Bitte. Also kurz gesprochen geht es darum, dass man einen Kredit in Euro aufnimmt, den man sich verpflichtet, in einer anderen Währung, in dem Fall Schweizer Franken, zurückzuzahlen in der Zukunft.
Das heißt, ich trage in dem, dadurch habe ich in der Regel einen Zinsvorteil, der aber natürlich das Währungsrisiko in sich hat. Das heißt, ich nehme für die Laufzeit des Kredites das volle Währungsrisiko auf meine Kappe. Kann sich zum Positiven verändern, kann aber auch tierisch in die Hose gehen, das hat Zocken so an sich. Genau, so bitte. Und jetzt soll das gestoppt werden. Josef Oehing, bitte. Also ich habe im Rat mit meiner Fraktion gegen die Dienstanweisung zu Derivatgeschäften gestimmt, mit den Grünen zusammen, und weil es unheimlich schwierig ist, das zu kontrollieren. Also teilweise muss man sagen, da sind wir als Ratsvertreter auch überfordert, diese Zockerei irgendwie nachzuvollziehen. Andererseits war der Grund für diese Zockerei die Unterfinanzierung der Gemeinden. Also keiner zockt gerne, und ich würde auch dem Kämmerer hier nicht unterstellen, dass er Spaß an dieser Aktion hatte. Der Grund ist, dass die Gemeinden strukturell unterfinanziert sind, und wenn wir das an dieser Stelle nicht ändern, werden die Kämmerer und die Gemeinden immer gezwungen sein, sich aus dubiosen Geschäften möglicherweise Geld zu besorgen. Nein, nicht dubios, nachvollziehen waren sie ja. Aber sich an Stellen Geld zu besorgen, die letztendlich wieder uns vor die Füße fallen. Ne? Also deswegen haben wir dagegen gestimmt. Sollen wir noch was zu Kunst sagen? Oder später. Ganz kurz noch zum Thema Geld. Thorsten Fischer. Ja, also es gibt einen Spruch unter Pokerspielern, die sagen immer, spiel nie mit Geld, was du nicht hast oder was du zum Leben brauchst. Und es kann gut gehen, diese Spekulationsgeschäfte zu machen. Es kann jetzt auch, wie in dem Fall, ganz gewaltig in die Hose gehen. Wenn wir jetzt Millionen Überschüsse hätten, dann könnte man einen Teil dazu benutzen, um ein bisschen mit geringem Risiko etwas zu probieren. Aber in der aktuellen Situation ist das absolut tödlich. Jetzt muss man fairerweise natürlich sagen, die anwesenden Mitglieder des Rates werden das bestätigen, dass anfangs ja sogar Erfolge damit erzielt worden sind und anfangs die Verwaltung dafür ja sogar gelobt wurde. Doch leider hat sich das relativ schnell ins Gegenteil verkehrt. Wird zu dem Thema von weiteren Podiumsgästen noch das Wort gewünscht? Ja, bitte. Dann Heinz Schnettger als Mithauptverantwortlicher dafür. Heinz, bitte. Bleibt mir ja nichts anderes über. Ich habe vorhin gesehen, da haben auch Ratsvertreter geklatscht, dass man sich solche Investoren nicht ins Land holt. Also ich muss eins mal feststellen, die Verwaltung hat nicht beschlossen, dieses Gebäude zu bauen. Und die Verwaltung hat auch nicht beschlossen, den Investor reinzuholen. Das war ein politischer Beschluss auf einer breiten Mehrheit. Genauso, ganz genauso, war es im Wesentlichen bei dem Abschluss der Derivatgeschäfte. Im Jahr 2005 war vielerorts in Nordrhein-Westfalen und nicht nur in Nordrhein-Westfalen Diskussion entstanden, wie kann man aktiv Kreditmanagement betreiben, wie kann man Zinssätze langfristig sichern, wie kann man Zinssätze in der aktuellen Situation auch möglicherweise reduzieren. Sogar das Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen hat durchaus an Schulungen der damaligen Westdeutschen Landesbank teilgenommen. Wir haben damals als Verwaltung gesagt, nein, wir können das nicht. Wir sind keine Banker und haben auch keine Ahnung davon, deswegen brauchen wir einen Partner. Und alle im Rat vertretenen Parteien haben Beifall geklatscht, als die Westdeutsche Landesbank vor Ort war und erklärt hat, was sie machen will. So, das erstmal vorweg vielleicht. Dann, wie sich die Geschäfte entwickelt haben, in der Tat, ich bin zwar rein rechtlich betrachtet, und auch das hat der Rechnungsprüfungsausschuss bereits im Jahre 2013 einstimmig, ich betone einstimmig festgestellt, nicht verantwortlich. Allerdings moralisch fühle ich mich verantwortlich. Denn die Verluste, die dort eingefahren worden sind, können ja alles andere als zufriedenstellend sein. Wir haben in der Zwischenzeit, auch das ist festgestellt, 6,5 Millionen Euro an Gewinnen eingefahren. Ich erinnere, als man mich loben wollte, da habe ich gesagt, Leute, seid vorsichtig, wo Gewinne sind, sind auch Risiken. Wir haben dann Klage erhoben gegen die WestLB wegen fehlerhafter Beratung, an der übrigens, ich sehe gerade, die Frau Weißenbacher klatscht so eifrig, an der sie nicht teilhaben wollten. Da waren sie nämlich dagegen, dass wir die Klage erhoben haben, genauso wie die CDU und die Grünen. Wir haben diese Klage geführt und wir haben vor dem Landgericht Düsseldorf Recht bekommen. Jetzt sage ich Vorsicht, das ist die erste Instanz. Allerdings hat die zweite Instanz durchaus auch zugunsten der Kommunen entschieden und die Sache war zwischenzeitlich vor dem Bundesgerichtshof. Der Bundesgerichtshof hat in weiten Teilen das Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf in Sachen Ennepetal bestätigt, allerdings zur Beweiserhebung das Verfahren nochmal zurückgeführt. Dass wir da komplett gewinnen werden, das glaube ich nicht, nein. Aber wir haben die entsprechenden Risiken abgebildet. Die entsprechenden Risiken bestehen in Höhe des Zinsaufwandes für die kommenden Jahre bis 2057, so lange, und die sind weiß Gott nicht so einfach strukturiert, wie Christian Wegener es dargestellt hat, so lange laufen einige Geschäfte dann. Wir haben diesen Zinsaufwand einkalkuliert und bei einem Kreditvolumen heute von 145 Millionen Euro
planen wir mit Zinsaufwänden zwischen 2,5 und 4 Millionen Euro in den Planungsjahren bis 2021. Das heißt, wir erzielen zurzeit inklusive der kompletten Risikoabwälzung für die Derivate, also wenn wir komplett zahlen müssten, haben wir einen durchschnittlichen Zinssatz, der liegt zwischen 1,7 und 2,8%. Wir haben diese Situation im Griff, sie ist sehr unerfreulich. Allerdings hoffen wir natürlich auch hier, dass die Gerichte weiterhin bei ihrer klaren Linie bleiben und zugunsten der Kommunen entscheiden. Da hoffen wir mit. Meine Damen und Herren, mein Blick auf die Uhr zeigt, dass wir noch exakt 6 Minuten und 50 Sekunden Sendezeit haben. Zeit also, die Veranstaltung, die Ihnen hoffentlich die ein oder andere Erkenntnis wenigstens gebracht hat, so langsam zu beenden. Jetzt haben unsere 5 Kandidaten noch einmal die Gelegenheit, Werbung für sich zu machen. In dem Schlusswort jeweils auf 1 Minute begrenzt. Ich werde auf die Redezeit achten müssen. Wir stellen uns vor, dass wir jetzt hier nicht in der Podiumsdiskussion in der Stadthalle sitzen, sondern auf einer Jungunternehmertagung. Fast alles nur junge Menschen hier um die 30 mit Familien, mit jungen Start-up-Unternehmen, die allesamt nicht in Oer-Erkenschwick wohnen. Wie, meine Herren, würden Sie, mit welchen Argumenten Sie davon zu überzeugen versuchen, nach Oer-Erkenschwick zu kommen unter Ihrer Bürgermeisterschaft? Wir fangen an mit Thorsten Fischer. Auf die Plätze, fertig, los geht's. Boah, nicht unter Druck setzen. Wie würde ich die Leute überzeugen wollen? Ich würde einfach sagen, vertraut uns, kommt hier hin. Wir haben eine wunderschöne Stadt, wir haben wundervolle Einwohner, wir sind Ruhrgebiet, wir sind offen und ehrlich. Wir entwickeln uns gerade, tiefer geht's ja auch nicht mehr. Und Erkenschwick ist die schönste Stadt der Welt. Respekt, das war sicherlich die wahrscheinlich kürzeste Antwort, 23 Sekunden. Meine Damen und Herren, zu Ihrer Rechten, Thorsten Fischer, parteiloser Bürgermeisterkandidat. Thorsten, herzlichen Dank. Josef, die Zeit läuft ab jetzt. Ich würde Ihnen sagen, liebe Jungunternehmer, kommt nach Erkenschwick. Wir haben Platz für euch, für eure Familien haben wir teilweise tolle Angebote. Ich werde mich persönlich dafür einsetzen, dass ihr mit euren Kindern jeden Tag im Sommer ins Freibad kommen könnt. Und ansonsten würde ich sagen, wir schaffen es auch, einen anständigen Kulturbetrieb aufzubauen. Wir würden uns über jeden Unternehmer freuen, der den sponsert. Und wir würden über alle Mitglieder der Familien uns sehr freuen, die diese Kulturangebote dann auch annehmen. Und dann nochmal mit der Kultur aufzugreifen. Respekt. Josef Ilg, meine Damen und Herren, Bürgermeisterkandidat der Linkspartei. Und nun Christian Wegner, Bündnis 90 Die Grüne. Christian. Ja, ich würde sagen, lieber Jungunternehmer, herzlich willkommen in Oer-Erkenschwick. Super Wohnstadt, kannst du super arbeiten, lohnt sich auch. Hast du gute Mitarbeiter vor Ort und eine Verwaltung, die dich in jedem Belang unterstützt. Du hast einen One-Stop-Shop, du brauchst nicht durch die verschiedenen Abteilungen laufen. Du hast einen Ansprechpartner, der hilft dir bei allen Belangen, weil wir eine absolut unternehmerfreundliche Stadt sind. Und zudem sind wir noch jitter-slow und entwickeln uns wie folgt. Ich zitiere jetzt aus dem Bundesministerium für Raumordnung etc. etc. Eine Jitter-Slow steht für Lebensqualität, schätzt Qualität, steht für Fortschritt, der den Menschen in den Mittelpunkt stellt, verleiht der Beziehung zwischen Stadt und Land durch ihre Qualität Bedeutung, entwickelt wertvolle Naturräume und setzt sich für biologische Vielfalt ein, pflegt Tradition und steht für Innovation. Noch 10 Sekunden. Fördert regionale Produkte und deren kurze Versorgungswege, ist eine Stadt mit, und Gemeinde mit sozialem Zusammenhalt, ist für die zukünftigen Generationen nachhaltig und ein Mittel gegen alte und neue Armut. Herzlichen Dank. Leicht überzogen. Carsten Wevers, bitteschön. Ja, ich würde ihm sagen, dass ich ja das beste Beispiel bin. Ich wohne mit meiner jungen Familie auch hier vor Ort in Oer-Erkenschwick. Ich kann ihm sagen, dass wir gute Bildungsangebote haben. Wir haben ein Gymnasium vor Ort, wo seine Kinder hingehen können. Wir haben gute Betreuungsangebote mit den Kitas. Ich würde ihm sagen, dass er mit seinem Unternehmen hier vor Ort viele Möglichkeiten hat, sich anzusiedeln. Wir haben Flächen, wir haben leerstehende Gebäude, wo man Handwerksbetriebe etc. ansiedeln kann. Also er hat durchaus Möglichkeiten, sich hier zu etablieren. Und er hat einen Riesenvorteil. Er kann in kürzester Zeit 3 Millionen Kunden erreichen. Ja, wo, in welcher Region in Deutschland ist das möglich? Hier in Oer-Erkenschwick ist es möglich. Und er hat den Vorteil, dass er mit seiner Familie am Rande eines Naherholungsgebietes leben kann, wo die ganze Familie von profitieren kann. 10, 9. Okay, also er kann, hat mit seiner Familie viele Freizeitmöglichkeiten im Grünen und kann auch mal mit der Familie hier vor Ort auf den Bauernhof gehen. Herzlichen Dank, Carsten Wevers.
So, das Schlusswort des heutigen Abends in der Runde. Heinz Schnettger, bitteschön. Ja, liebe Jungunternehmerinnen, liebe Jungunternehmer, Sie stehen am Anfang Ihrer Arbeitskarriere, wollen hier etwas aufbauen in unserer Stadt. Da kommt es mehr an auf die Dinge, die sich neben dem Beruf abspielen. Sie müssen entspannen können, das können Sie noch irgendwie ganz hervorragend in der Hart, dem größten zusammenhängenden Waldgebiet in Nordrhein-Westfalen. Sie können auch hier entsprechend sich pflegen lassen im Wellness- und Saunaparadies des Maritimo. Darüber hinaus können Ihre Kinder in eine gute Bildungseinrichtung gelangen, die wir hier vor Ort vorhalten. Und was Sie hier vor allen Dingen antreffen, das sind Menschen, die Sie lieben lernen werden, wenn Sie länger hier sind. Diese Stadt hat nicht nur Tradition, diese Stadt lebt fort und diese Stadt lebt von den Emotionen und von den Bürgerinnen und Bürgern, die hier vor Ort sind. Und ich danke Ihnen und ich stehe Ihnen persönlich als Ansprechpartner für die nächsten 20 Jahre zur Verfügung. Ein Ambition. Herzlichen Dank. Ich hoffe, es war für Sie auch ein informativer Abend. Noch einmal namentlich genannt, mein Dank gilt den Podiumsgästen Thorsten Fischer, parteiloser Bürgermeisterkandidat. Sie dürfen ruhig noch mal klatschen. Für ihn war das sicherlich am schwersten heute Abend. Josef Oehing, erfahrener Frontmann der Linkspartei. Christian Wegner, Bündnis 90 Die Grünen. Carsten Wevers von der CDU. Und Heinz Schnettger, Bürgermeisterkandidat der SPD. Meine Damen und Herren, mein Dank gilt der Stadthallen GmbH, vertreten durch ihren Geschäftsführer und Chef Markus Viehaus und seinem Team, dafür, dass wir heute Abend hier sein durften und auch für die tolle Bewirtung. Ich lege Ihnen dieses Veranstaltungshaus nicht nur als Tagungsort, sondern auch als Ausrichtungsort für Ihre Feierlichkeiten, privat oder betrieblich, wärmstens ans Herz. Das kann man hier ganz toll machen. Meine Damen und Herren, mein Dank gilt unseren Zuschauern draußen im Netz. Wie gesagt, 800 waren es, sind mehr. 1.100 Menschen haben jetzt zum Schluss zugeschaltet. Wir waren also 1.300. Ich finde, das ist ganz schön toll. Mein Dank gilt meinen Kollegen aus der Online-Redaktion, meinen beiden Kollegen aus der Lokalredaktion, Regine Klein, Jochen Börger, die kennen Sie alle, plus den Kollegen von Urban TV aus Recklinghausen, die uns heute Abend bei der Live-Übertragung technisch unterstützt haben. Dankeschön, es war ein Pilotprojekt. Ich denke, es war gelungen. Wir machen das wieder. Und meine Damen und Herren, last but not least, Dankeschön in Ihre Richtung, dass Sie heute Abend dabei waren. Ich hoffe, Sie hatten auch was davon. Gehen Sie am Sonntag wählen, nehmen Sie Ihre Nachbarn mit. Es geht um die Wahlbeteiligung, das ist die erste Prozentzahl, die wir schlagen müssen. Die Stimmrechtszeitung berichtet selbstverständlich online in ihrem Live-Ticker. Am Sonntagmorgen ab 8 Uhr halten wir Sie auf dem Laufenden. Den Film der Übertragung von heute Abend können Sie auch in den nächsten Tagen nochmal im Internet nachgucken. Können Sie vielleicht noch mal betrachten. Ich sage herzlichen Dank für Ihr Kommen. Mein Name ist Jörg Müller und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön. Das war extra. Das war so ein bisschen. Das war so ein bisschen. Das war so ein bisschen.